irgendwie zu Hause auf. Das gibt es bei uns auch. Wir haben auch ein Archiv des Verbotenen. Da ist so ein Totenkopf drauf, da gibt es drei Schlösser. Die drei Chefs haben jeweils einen Schlüssel und können das nur aufmachen, wenn die drei gleichzeitig da sind. Und was da, nie der Fall ist. Und da sind die neulich beigegangen auf der Suche nach interessanten Dingen für diese Sendung. Ist ja Geburtstag, muss ja was Besonderes auskramen. Und da haben die was Interessantes gefunden. Und ich würde sagen, wir gucken uns das einfach mal an. Ja, guck, was denn? Ja, gucken wir mal. Wir schreiben das Jahr 2000. Im Düsseldorfer Giga-Studio läuft das Casting zur brandneuen Sendung Games. Aber stell dich doch am besten mal selber vor. Ja, hallo. Ich glaube, ich stelle mich am besten erstmal vor. Ja. Ich bin der Etienne, bin gerade aus Frankfurt gekommen, hier ins Giga-Studio. So, Frankfurt. Jo, und am besten, ich fange erstmal an, mich so ein bisschen vorzustellen. Wie schon gesagt. Wer ich bin, was ich mache, warum ich überhaupt hier bin. Mhm. Ja? Ja, also ich komme, wie gesagt, aus Frankfurt, bin gerade mit der Freundin vom Thomas, den kennt ihr vielleicht auch schon, hierher gefahren. Und das war also mehr als anstrengend, kann ich euch sagen. Mir bluten immer noch die Ohren. Wirklich? Diese Frau redet und singt die ganze Fahrt. So. Was ja nicht schlimm wäre, wenn sie singen könnte. Aber da komme ich später nochmal drauf, weil, wie gesagt, wir haben auch noch eine kleine Frage an euch, die muss ich von ihr an euch stellen. Ach. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Sieht so aus. Ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, hier heute zu sitzen. Ich bin gerade in Frankfurt in meine neue Wohnung gezogen und das hängt damit zusammen, dass der Thomas jetzt hier angefangen hat. Und ja, da bin ich, wie gesagt, in meine neue Wohnung gezogen. Wie schon gesagt. Und was kann ich dazu sagen? Ja, wir sehen uns. Ja, wir rufen dann an. Ist ja doch noch was aus dir geworden, ne? Ja. Ja, das ist jetzt, wie lange her? 8 Jahre, ne? Ah, ne, 16, 17 so. Sieht man ja da, habe ich ja noch keinen Bart. Wie fühlt sich das an? Super. Nee, tatsächlich ist das extrem peinlich. Mhm. Karrierebeschädigend auf jeden Fall. Aber das Lustige ist halt wirklich, dass ich immer gesagt habe, so wenn ich gefragt wurde, wie bist du eigentlich bei Giga gelandet? Und so habe ich gesagt, ich kann es dir nicht erklären. Ich war grottenschlecht und ich habe mich da nicht gut verkauft. Und ich kann es mir nur so erklären, dass ich der Einzige war, der sich beworben hat. Und das ist nicht einfach. Es gibt ja oft so Leute, die dann tief stapeln und sagen, nein, ach, ich war nicht gut. Und aber eigentlich glauben, dass sie geil waren. Das ist der Beweis, dass ich nicht gelogen habe. Ja? Wobei man auch mal sagen muss, das Casting war zweigeteilt. Es gab dann noch einen Take, wo ich Game vorstellen musste und dabei quatschen musste mit Schuh. Und da habe ich halt sowas von die Show gerockt. Ja, da habe ich halt einen Spruch rausgehauen, war so locker drauf. Und das haben sie aber jetzt rausgeschnitten und stattdessen meine Schmatzer da zusammengeschnitten. Das kommt mal sehr schlecht weg. Ja, aber das Tolle, die Botschaft, die dieses Video vermittelt, ist ja... Jeder kann es schaffen. Jeder kann es schaffen. Ja? Der amerikanische Traum in Form von Etienne Gardet. Absolut. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen Menschen sich jetzt werden sagen, okay, das kriege ich auch hin. Und ich habe gedacht, irgendwie, da muss irgendwas können. Wir suchen ja auch gerade Leute. Also, das jetzt vielleicht, das nimmt euch die Hemmschwelle. Auf sicherlich auch schon einigen von euch bekannt sein werden, aber für die Leute, die sie nicht kennen, würde ich sagen, stell euch kurz vor. Vielleicht Marc, fang du an. Ja, hi, ich bin Marc Walter, komme aus Düsseldorf, früher für Giga Green Fan tätig, falls man es vielleicht noch kennt, die alten Zuschauer. Und ja, heute jetzt zum Geburtstag halt mal wieder da. Kann man sich ja nicht entgehen lassen. Ja, und was machst du noch für Seiten? Derzeit machen wir jetzt ein ganz großes Projekt, Giga United nennt sich das. Da sehen wir gleich noch ein bisschen was zu, also könnt ihr gespannt sein. Uns anschauen, ja. Genau, und ja. Bitteschön, Alex. Mein Name ist Alexander Legge. Ich wohne mittlerweile in Köln. Kann sagen, dass Giga sehr viel mich beeinflusst hat. Bin auch der Gründer von Giga Green Fan gewesen und bin jetzt genauso auch bei Giga United dabei. Was das ist, schauen wir uns gleich sofort an. Und dann hinten noch haben wir noch den Benny. Benjamin? Ja, genau. Benny aus Edenkum, das ist ein kleines Städtchen in Rheinland-Pfalz. Ich bin verantwortlich für die Giga Foundation und habe mitgewirkt bei Giga United. Ja, ich glaube, Giga Foundation ist auch jedermann ein Begriff, genauso wie natürlich Giga United, aber trotzdem gibt es immer noch ein paar Leutchen, denen Giga United nicht so viel sagt und was sich dahinter verbirgt und was ihr so in eurer Freizeit macht und wofür ihr eure Zeit opfert, dieses, was nicht wenig ist. Schauen wir uns mal ein bisschen an, gucken mal kurz rein, was Giga United ist. Giga United 2 war das jetzt, 24 Stunden am Stück. Schaut euch mal an. Ja,
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Giga United 2, der 24-Stunden-Live-Sendung direkt aus dem neuen Studio 47 in Duisburg. Auch heute haben wir natürlich wieder viele spannende Themen für euch vorbereitet. So ist das, Carina. Auch von mir ein herzliches Hallo an euch da draußen, die ihr so fleißig zuschaut, 24 Stunden lang live Web-TV. Giga United 2, wir schauen noch ein bisschen weiter hinten hier, lassen wir ein bisschen laufen. Erklärt ein bisschen, was genau ihr da macht, wie viele Formate ihr da auch produziert und vor allem, wie regelmäßig das Ganze stattfindet. Genau, also Giga United ist halt damals ursprünglich vor einem Jahr als einmaliges Fanprojekt entstanden, jetzt halt zum zweiten Mal schon wiederholt. Wir senden quasi 24 Stunden live Web-TV, angehend an das Projekt 24, damals bei Giga, ja eben live im Web. Wir haben halt ein volles Programm mit 6 verschiedenen Formaten in der Primetime halt. Und wie gesagt, von 12 bis 12 geht's dann rund bei uns. Und wir planen schon für Giga United 3 im April wird das. Ich kann mich noch gut erinnern an die 24 Stunden und 25 Stunden Sendungen bei den Geburtstagen seiner Zeit. Wer hat Probleme, manchmal wach zu bleiben? Wie ist das bei euch? Oh ja, in der Tat. Also vielleicht mit Alex dazu was sagen, damit ich nicht alleine rede. Ja, das mit dem Wachbleiben war vor allem bei Giga United 1, bei dem ersten Teil, ein riesengroßes Problem. Da hatten wir dann tatsächlich das Problem, dass uns zwischendurch das halbe Team eingeschlafen ist. Ach, auch ja. In der Regie im Studio. Die On-Airs hoffentlich nicht. Auch? Ja, nennen wir es Halbschlaf. Warst du auch dabei, Benny? Ja, ja. Also ja, es war halt, bei United 2 war ich jetzt nicht dabei, aber da war das, soweit ich das mitbekommen habe, schon sehr viel besser. Ja. Hat man auch zwischendurch mal geschlafen. Und das Ganze findet schon statt in Anlehnung an das alte Greenfly so ein bisschen, kann man sagen, oder? Ja, sowohl als auch. Ja, also wir haben eine 5-stündige Sendestrecke auch drin, die halt genauso heißt. Gibt's auch Sport? Live. Es gibt einen Live-Bereich. Es gibt einen Live-Bereich, okay. Ja. Der war ja auch großartig. Der hieß auch mal M-Live zwischendurch, ne? Ja. Ach, das war Ammermann, sehe ich gerade. Ja, genau, wo wir gerade davon sprechen. Genau. Der hat das ja damals auch gemacht. Aber ja, so einen Live-Bereich gibt es. Und jetzt bei United 3 überlegen wir uns, wie wir dann die Sendung aufziehen. Aber da gibt es dann auch wieder einen Green. Ja. Und ansonsten haben wir noch so Show-Formate. Wir hatten jetzt letztens die Clip-Giganten, wo halt die User quasi ihre Top 10 oder Top 30 Clips. Die Jenny habe ich gerade gesehen, glaube ich, genau. Die moderiert bei euch auch. Genau. Ich bin noch von der Gamescom Convention in Erinnerung, schönen Gruß. Ja. Da auf Krücken irgendwann, oder war das Cebit? Kann auch sein. Ja. Ein echten Giga-Friend hält keine Krankheit auf. Offensichtlich. Ja. Benny, wie viel Zeit investierst du so für Giga? Mittlerweile weniger als damals. Also damals so zu meinen, ich sag mal, Realschulzeiten täglich mehrere Stunden, so 5 Minimum. Mittlerweile arbeitsbedingt jeden Abend mal so ein Scheiß bisschen. Scheiß Arbeit, ne? Scheiß Arbeit, ja, aber irgendjemand muss ja machen. Ja, ist richtig. Es ist alles sehr spannend. Wir müssen gleich noch mehr darüber reden, über eure Projekte, was noch in Zukunft ansteht. Wir haben schon gehört, so ein bisschen, Teil 3 ist schon in Planung, auch was die Foundation macht. Wenn wir noch drüber reden, auf jeden Fall. Wir müssen ganz kurz ein bisschen Verbraucherinformationen machen. Das kennt ihr sicherlich auch. Habt ihr auch gerade Werbung gemacht eigentlich? Ja, natürlich. Haben wir auch. Ja? Großartige Gigaspots. Ja, fantastisch. Also ich merke schon, ich habe da einiges verpasst, werde ich im nächsten aber nachholen und da nicht mehr verpassen. Und ihr verpasst jetzt hoffentlich die Werbung nicht. Und danach, wie es hier weitergeht. Bis gleich. Herzlichen Glückwunsch. Ich hasse das. Wir sind zurück beim großen Giga-Geburtstag. Giga wird heute 10 Jahre alt und wir haben Gäste eingeladen, wie zum Beispiel von der Giga Foundation, den Benny, oder von Giga United, den Marc und den Alex. Schön, dass ihr da seid. Aber es gibt natürlich unzählige Fanseiten im Netz und eine kleine, aus eurer Sicht bedeutende, absolut bedeutende Seite zum Beispiel, ne, die Gigapedia. Die Gigapedia, da gibt es auch großartige Menschen, die auch mal ein bisschen Zeit geopfert haben im Gespräch mit Eddie, um zu erklären, was sie so machen und was es eigentlich Gigapedia genau ist. Und was es ist, schauen wir uns jetzt an. Wir freuen uns jetzt sehr, mit einem Vertreter von der Gigapedia zu sprechen. Und zwar ist jetzt zugeschaltet per Telefon Patrick Adam. Und dem kann ich jetzt endlich mal mit Fragen löchern. Hallo Patrick. Guten
Guten Abend, Etienne. Hi. Natürlich muss man erstmal vielleicht allen Leuten da draußen erklären, die es nicht kennen und nicht wissen, was es ist. Was genau verbirgt sich denn hinter der Gigapedia? Also die Gigapedia ist zum einen ein freies Lexikon, wo jeder, wie du und ich zum Beispiel, verschiedene Artikel editieren können oder neue dazufügen können zum Bereich Giga halt. Zum Beispiel Giga Games Artikel, da können dann die User zu Giga Games schreiben. Mhm. Und halt neue Bilder zu dem Artikel zum Beispiel hinzufügen. Mhm. Also wie Wikipedia wird das dann von den Usern selbst gepflegt. Wie sieht das aus? Wie viele Leute haben da mitgemacht? Wie lange gibt es das Ganze schon? Die Gigapedia selbst gibt es seit Dezember 2004. Da wurde die damals von der Fanseite Giga Green Fan ins Leben gerufen. Wir, Gigapedia, haben die Gigapedia dann 2007 übernommen und haben sie ganz überarbeitet im Design und von den Artikeln her. User sind derzeit so 200 pro Tag unterwegs, verschiedene. Viele davon bearbeiten die Gigapedia auch, sodass halt pro Tag immer neue Artikel zustande kommen oder Verbesserungen in alten Artikeln. Mhm. Wenn du jetzt Giga jemanden beschreiben müsstest, der keine Ahnung hat, was das ist, wie würdest du das machen? Also Giga ist natürlich zum einen ein Gaming-Sender, der sehr innovativ ist. Es steckt ein junges und dynamisches Team dahinter. Ja, im Lifestyle-Bereich wurde damals auch viel gemacht, sodass halt Giga oft die Themen gewandelt hat und jetzt beim Gaming ist. Und natürlich unheimlich attraktive Moderatoren, ne? Ja, wären es Moderatorin, wäre es natürlich noch umso attraktiver. Ja, naja. Vielleicht noch kurz mal selbst bei dir nachgefragt, was ist so dein persönliches Highlight in der Giga-Geschichte? Also, das war wahrscheinlich dann Giga Green, weil damals war ja noch alles größer und die ganzen Stars, die zu Gast waren, oder die alten Giga Games Zeiten im Teufelskreis noch so 2002, 2003 rum, sind einfach nicht mehr so zu übertreffen. Aber auch das heutige Giga ist natürlich noch etwas, was eigentlich sehr schön anzusehen ist. Mhm. Besonders wenn man halt ein Gamer ist. Giga feiert 10. Geburtstag. Normalerweise darf sich das Geburtstagskind was wünschen, aber als treuer Fan, wenn du die Möglichkeit hättest für einen Wunsch und Giga müsste ihn dir erfüllen, was würdest du dir wünschen? Ja, am besten ihr bleibt euch selbst treu und ihr schaut auch weiterhin auf die ganze Community, die auch einiges euch zu verdanken hat und lasst sie einfach zur Meinung weiterhin kommen. Das gefällt mir auch gut an dem Sender, dass man halt bei euch zur Meinung kommen kann. Das ist so ein schönes Schlusswort, Patrick. Natürlich werden wir auch weiter in der Community treu sein und wir haben natürlich auch zu danken, dass ihr uns schon so lange und durch so viele verschiedene Phasen die Treue haltet und uns mit Webseiten und wie zum Beispiel auch Gigapedia supportet. In diesem Sinne danke ich dir für alles, was ihr bislang stellvertretend für alle, die das mitsupporten, danke ich dir für alles, was ihr gemacht habt und wünsche dir noch einen schönen Abend und viel Spaß weiterhin mit Giga und dem Giga-Geburtstag, ja? Ja, ich habe auch zu danken, wünsche euch noch einen weiteren schönen Geburtstagssendung. Vielen Dank, mach's gut, Patrick. Okay, tschüss. Tschüss. So, danke Patrick und danke auch Eddie. Lass uns noch schnell kommen zu den Gästen hier im Studio. Zum Beispiel Giga Foundation, ganz kurz. Benny, was steht an in nächster Zeit? Was plant ihr? Wir planen Ende diesen Jahres auf jeden Fall noch die neue Website zu launchen. Wir bauen ja mittlerweile schon circa 2 Jahre an der neuen Seite. Dauert halt etwas länger, aber wird sich definitiv lohnen. Und wie gesagt, dieses Jahr noch, ich weiß nicht, ob es zu Weihnachten klappt. GigaFoundation.de, einfach bookmarken, täglich vorbeischauen, was passiert. Genauso natürlich giga-united.de, immer vorbeischauen. Gibt es übrigens auch ein sehr schönes Interview, das ist auf der Foundation zu sehen, mit mir. In dem habe ich ja auch fast 9 von den 10 Jahren mitgemacht und kann da einiges zu sagen. Ja, prima. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Gerne. Bleibt noch lange hier. Bestimmt. Esst fleißig Waffeln, der Kuchen wird auch noch irgendwann angeschnitten. Und jetzt geht's weiter mit Colin und Gast. Die besten Games. Highlights aus 10 Jahren Gaming. 1999. Shenmue.
1999 kam Shenmue raus. Ich habe auch immer gedacht, dass dieses Spiel für den Dreamcast, das mit 70 Millionen US-Dollar das seinerzeit teuerste Videospiel aller Zeiten war, Shenmue ausgesprochen wird. Aber Kollege Captain Kofsky hat mich eines Besseren belehrt. Ich bin gerade so durchs Foyer gelaufen bei uns. Wir haben ja fette Giga-Party und habe so gefragt, so wie wird das eigentlich ausgesprochen? Und haben so mehrere Leute gesagt, hör mal Christian, das heißt Shenmue. Shenmue. Ich glaube, ich kann mich auf meine alten Tage da nicht mehr umbringen. Ich auch nicht. Ich nenne einfach Shenmue. So als, um beiden Welten zu Genüge gerecht zu werden. Ja, ich als alter Ruhrpottler bleib bei Shenmue. Also eigentlich hat sich, muss man sagen, Shenmue hat sich so ein bisschen reingemogelt noch. Denn das Ding kam in Japan raus am 29.12.1999. Erst im Jahr drauf, also wirklich zwei Tage vor Jahresumbruch. Im Jahr darauf kam das Ganze dann eben auch in Amerika und Europa für die Dreamcast raus und war das große, große Prestigeobjekt. Aber bevor wir jetzt auf Shenmue, wie auch immer weiter eingehen, gucken wir uns doch erstmal wieder an, was ist denn sonst noch so rausgekommen? Wir haben wieder jede Menge spannende Cover rausgekramt, die natürlich nach Erinnerungen schreien. Final Fantasy VIII, das zweite Final Fantasy für die PlayStation 1. Ganz ehrlich, hat mich total kalt gelassen. Also ich habe den siebten Teil bis zum Verrecken gespielt. Dann habe ich die ersten Bilder von dem achten Teil gesehen und habe gesagt, ne. War halt ein ganz anderer Look, plötzlich ganz anderer Stil. Ich kenne einige Leute, die sagten, es ist nicht so geil. Aber ich glaube, in Japan war es der erfolgreichste Teil der PlayStation-Liga. Aber schauen wir, was wir noch haben. Da natürlich Tony Hawk's Pro Skater hier in der Engage-Version. Aber das zeigt schon so ein bisschen, dass die Mutter aller modernen Trendsportspielen quasi wirklich auf jedem System zu Hause ist, beziehungsweise rauskam. Machen wir weiter. Unreal Tournament, natürlich wieder was, da werden die PC-Herzen jubeln, bis heute bekannt und geliebt. Ich kann mit Unreal Tournament persönlich überhaupt nichts anfangen. Ich jetzt auch nicht so viel, dann gehen wir mal schnell weiter. Das ist ja nur System Shock 2, ich weiß auch nur, alle Leute lieben es, ich habe nie gezockt, aber für viele immer noch eines der besten PC-Rollen-Ego-Shooter-Kombinationsspiele, die es, glaube ich, jemals gegeben hat. Ein paar Leute davon haben ja dann später auch Bioshock gemacht. Genau, und deswegen auch der Name Schock und Schock, schwere Not, auch Bioshock war super. Deswegen glaube ich mal, dass System Shock 2 auch brillant war. Soul Calibur, einer der Launch-Titel für die Dreamcast. Ein Spiel, was unfassbar gut aussah, heute noch gut aussieht und in vielen Listen als das beste Dreamcast-Spiel aller Zeiten geführt wird. Kann man drüber streiten, aber war ein fantastisches Produktspiel. Ich war ja immer so ein Street Fighter-Fan. Ja, okay. Da war natürlich die Dinger. Colin McRae, damals war er noch fit. Colin. Hat gelebt und war, genau, ja, mein Namensvetter, hat damals so ein bisschen, das Rallye-Genre zurückgebracht. Fantastisches Spiel und hat vor allem auf der PlayStation Sega Rally, dem vorigen, der Rally-Referenz quasi auf dem Saturn, mega Konkurrenz gemacht. Tolles Ding. Haben wir noch was? Ich guck mal. Rayman 2, natürlich Nachfolger von Rayman 1, wie man unschwer am Titel erkennen kann. Tolles 2D-Jump'n'Run. Nee, 3D-Blitzer war es ja. Das war der große Unterschied. Ist Ubisoft wirklich eine fantastische Weiterführung des tollen Ganz ehrlich, ich finde Rayman mittlerweile nicht mehr so cool. Ja, ist halt so ein bisschen... Also... Sagen wir mal so, die Zeit hat sich weiterentwickelt und Rayman... Fast schon wie bei Sonic. Ja, also das ist, glaube ich, jetzt eine Diskussion, die wir an anderer Stelle mal weiterführen müssen. Wir werden jetzt mal ganz kurz in die Werbung gehen und danach natürlich bewegte Bilder aus Shenmue für die Dreamcast und auch bewegte Bilder von der ursprünglich angepeilten Saturn-Version. Ja, das gab's. Wenn ihr es sehen wollt, bleibt dran. Bis gleich. Alles Gute zum 10. Geburtstag, Giga! Was. Ja. Deswegen, wenn du mit mir, dann lernst du schon was. Yu Suzuki ist nämlich der Verantwortliche und Yu Suzuki ist einer von Segas Urprogrammierlegenden quasi gewesen. Vielleicht lassen wir einfach mal ein paar bewegte Bilder davon laufen. Die hat uns so Sachen wie Outrun oder Space Harrier gebracht und Virtua Fighter natürlich. Und das sollte so etwas wie sein Lebenswerk werden. War ursprünglich auch als Virtua Fighter RPG, glaube ich, angekündigt. Und sieht auch für Saturn-Verhältnisse, wenn man mal gesehen hat, was die Konsole sonst so zu bieten hatte, ziemlich ordentlich aus. Ja, aber ich kann es sagen, das kann sich echt sehen lassen. Die Verhältnisse. Ja, ist aber eben, wie gesagt, nie erschienen. Stattdessen wurde das Projekt dann auf die Dreamcast geschiftet. Ursprünglich soll es eine Trilogie werden. Ich glaube, sogar noch länger soll es ursprünglich mal gewesen sein. Da gab es so unfassbar kühne Pläne, die dann aber nicht verwirklicht wurden. Denn der Dreamcast, das wissen natürlich alle, war nicht so erfolgreich, wie Sega sich das selbst vorgestellt hat. Und entsprechend wurde das Ganze... Oh! Was ist denn hier los? Hallo. Was ist das hier? Die Qualitätskontrolle. Ich setze mich einfach auf diese Ballons hier. Die Klappe halten. Sobald er Shenmue sieht, er wollte unbedingt was dazu sagen. Ja, bitte, dann habe ich nur Mist erzählt, oder was? Nein, du hast wie immer alles korrekt wiedergegeben. Es ist nur, Shenmue ist wirklich das Ding einfach für mich. Weil jetzt ist gerade wieder Weihnachten und ich habe so diese Tradition, dass ich jede Weihnachten irgendwie Shenmue weiterspiele. So einen alten Spielstand, den ich immer weiterspiele. Und es ist
das beste Spiel der damaligen Zeit. Und was, auch das Beste für den Dreamcast. Was findest du denn, den ersten oder zweiten Teil? Tatsächlich besser. Den zweiten, weil den ersten habe ich schon ein paar Mal durchgespielt. Und ich finde den auch nicht so packend. Der zweite ist dann noch mit diesem Hochhaus am Ende und man wechselt auf die Städte. Und es ist so geil. Na, du kannst... Erzähl doch auch was. Vielleicht hast du es ja auch auf Xbox. Ja, oder red über Tekken. Hallo, ich habe auch eine Dreamcast. Was bist du denn für ein Abschluss? Entschuldigung. Vielleicht gucken wir einfach mal im Hintergrund, können wir mal die Bilder laufen lassen, während wir die kommentieren. Denn das Besondere an Virtua Fighter, okay, ihr habt mich jetzt aber auch völlig aus dem Konzept gebracht. Das Besondere an Shenmue war ja auch, dass es eben für Storytelling für die damalige Zeit unglaublich viel gemacht hat. Wir sehen gerade das Intro. Das ist Ryu Hazuki. Das ist der Held, der quasi in den 80er Jahren einer bösen Verschwörung auf die Schliche kommt. Das ist dein spätester Spielstand, ne? Ja, das Intro, kurz nach dem Intro. Ja, sehr lustig. Ja. So ist er, der wenn's, Eddie. Wenn's wahr wäre, aber ist es natürlich nicht. Aber könnt ihr mir mal erklären, inwiefern was Shenmue mit Yakuza zu tun hat? Das ist doch im Prinzip, haben die doch einfach den Namen geändert und das Spielprinzip weitergeführt. Ja, die freie Spielwelt halt, dieses ganze, man ja, kann alles machen. Ja, die freie Spiel, die sehen ja alle gleich aus. Ja, aber du hast diese Beat'em-up-Abschnitt, das ist alles asiatisch angehaucht, kann man viel kaufen? Ich kenne Yakuza ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber ich glaube... Aber ich meine, man kann auf jeden Fall irgendwie auch so bei Yakuza Videospiele so spielen, so Minispiele. Ja, ich sag ja, das ist wie Shenmue. Ja, das Problem ist, dass die Idee sich heute überlebt hat. Heute gibt's halt in GTA 4 und genau. So gibt's diese simulierten Welten, aber damals war das halt richtig, richtig fett. Ich glaube auch so, dass Yakuza so ein bisschen Shenmue als Basis, aber dann sehr unglaublich viel GTA tatsächlich drin hatte, GTA 3 natürlich konkret, und da eben so was Neues eben im japanischen Gangster-Gewand gemacht hat. Aber ich mag, also es gibt viel zu wenig von diesen klassischen Eastern-Sachen als Spiel. So, wo man noch so, dass der Böse, das eine ist der Gute, man erkennt das auch immer schön. Jetzt bringt er gleich den einen Spruch an, den ich mich bis heute noch erinnern kann. Ich glaube, jetzt der erste. Where is the mirror? Ja, hand over. Oder so. Ja, echt? Stay back, Mule. Jetzt. For the last time, where is the mirror? I've no intention of telling you. Die hauen sich doch jetzt erstmal auf die Fresse. Ja, sie sich, eher ihm wohl eher. Ja. Das ist der Vater, ist natürlich Kung-Fu-Meister, das ist der Gute, der Weiße natürlich. Und der hat den schicken Kittel, das ist der Böse. Der Kittel, ich weiß noch, wie mich der damals geflasht hat. Wie der sich dreht und so, ja. Das ja, war wirklich, der sieht so richtig gut aus. Also die haben die besten Texturen, die es damals gab, einfach da drauf geklatscht. Und es funktioniert so gut. Und das finde ich halt das Schöne an vielen Dreamcast-Spielen. Die sehen heute noch ordentlich aus. Also die sind nicht wirklich schlecht gealtert. Ey, man muss aber bei allem Lob bei Shenmue auch sagen, dass es auch sehr viel nervige Passagen gab, finde ich. Ja, es war ein bisschen sperrig, aber ich finde gerade dieses Sperrige hat so eine Art Retro-Gefühl, wie früher halt Spiele waren, weißt du, nicht perfekt. Das Gabelstapler fahren, dafür hat sich das Spiel immer wieder das geliebt. Ja, ich fand das auch so geil. Die erste Viertelstunde. Ein Kumpel von mir hat irgendwie den Event nicht getriggert, wo es dann weitergeht, nachdem man eine Weile gefahren ist, und der ist 8 Tage am Stück, jeden Tag 5 Stunden hat er gearbeitet. Der war der faulste Kerl der Welt, aber der hat in diesem Spiel 8 Tage gearbeitet, total irre. Aber das war so geil, noch 100 Yen mehr. Ja, Mann, hat geklappt. Es ist ganz fürchterlich. Das war echt gut. Ich muss ja zugestehen, dass ich nie einen Dreamcast hatte. Ich renne ja jede Woche mindestens einmal durch die Redaktion und schreie, ich möge noch einen Dreamcast holen, weil, keine Ahnung, wenn ich das sehe, habe ich voll Bock drauf. Ja gut, das kannst du ja tatsächlich heute auch für die Xbox holen, da ist es noch ein bisschen besser, die Leute auf den Straßen. Aber man muss schon dann das Original. Man muss auch schon mal respektvoll an die Grafik, ich meine, es ist 10 Jahre her, also ganz ehrlich, das sieht nicht, also ich habe Spiele auf der 360 gespielt, die nicht besser aussehen. Vergleich das mal mit Wii-Spielen, also mit den meisten Wii-Spielen. Das ist unglaublich, ne? Also man liegt, der Dreamcast war damals technisch seiner Zeit voraus. Ja, leider, warum hat er sich nicht verkauft? Ich werde es nie verstehen. Das war eine super Konsole, von Anfang an waren geile Spiele da. Sogar ein gutes Sonic war da, was man heute nicht mal hat. Es ist zum Heulen. Für mich war das auch die Hochzeit von Sega selbst. Die haben meiner Meinung nach die vielseitigsten und auch ausgereiftesten Spiele gemacht zu Dreamcast. Vor allen Dingen, egal wie man fragt, alle sagen, oh, die Dreamcast war doch super. Ja, es lag, glaube ich, an dieser bescheuerten Werbung. Ja, es ist aber auch so, so ein bisschen verwertet. Aber ey, wir müssen jetzt... Nächste Verpflichtung im Haus. Wiedersehen. Ja, unser kleiner Rückblick, 1999, das ist jetzt ein Jahr gewesen, was mit Shenmue viele Leute verbinden oder werden. Oder Shenmue. Shenmue, man weiß es nicht ganz genau, aber wir haben noch viele, viele weitere spannende Spiele. Ich weiß gar nicht, was im nächsten Jahr noch kommt. Aber wir wollen aber eigentlich auch gar nichts verraten. Eben. Shenmue auf jeden Fall ein Klassiker, der sich bis heute gehalten hat. Die Begeisterung, die ihr gerade gespürt habt, das war absolute Authentizität im deutschen Fernsehen. Und jetzt geht's, glaube ich, weiter mit den fantastischen Kollegen von The Show. Wir sehen uns vielleicht im Laufe des Abends auch noch. Die besten Games. Highlights aus 10 Jahren Gaming. 1999. Shenmue.
Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Giga Show. Heute mit zwei ganz besonderen Gästen. Kennen Sie vielleicht von, weiß nicht, so, MTV läuft nur im Kabel, ne? Ja, MTV, wir waren kurz nur über Astra und jetzt mittlerweile laufen wir einfach nur in McDonalds-Filialen. Ja, ja. Immerhin ist das digital. Ja, aber es gibt ja genug McDonalds-Filialen. The future is not you. Future is not. Ey, fuck reality, Alter. Ey. Man muss sich auch mal benehmen, schön, dass wenn ihr da seid. Zu Gast seid. Nee, schön, dass ihr da seid. Simon Budi. Oh. Ja, komm, dann. Ja. Ich mag ja eigentlich den Eddie gar nicht so gern. Aber hier mögen wir uns sehr. Ja, hier ist die gute Seite. Wisst ihr, was das Geile ist? Die zwei Plätze anbauen, aber es geht nicht. Das ist asymmetrisch. Das Geile ist, dass die beiden ja den weiten Weg aus Hamburg angetreten haben, extra gelaufen zu Fuß, immer bergauf, nur um hierher zu kommen. Und die unfassbar viel miteinander geredet haben. Aber es hat nicht dazu gereicht, das zu kommunizieren, was sie anhaben. Deshalb haben sie beide wahrscheinlich ein von MTV gesponsertes Hemd an. Nein, das haben wir im selben Laden gekauft, aber ich habe nie gesehen, dass er das gekauft hat. Wie schlecht ist das denn? Ja, nein, das ist original beides gleiche Uniform. Wir haben leider angefangen, uns gleich anzuziehen und das auch gleich zu benehmen, was für mich ein sehr negatives Ja, aber mich wiederum lässt es ein bisschen gut, weißt du, ich krieg was von der guten Seite. Aber du siehst auch toll aus heute, Simon. Ja, ich finde auch. Ja, an mir steht das Hemd wesentlich besser als an dir. Das ist auch okay. Moin. Ja, schön, wir ziehen uns aber gleich noch um. Du bist ja ganz alter Hase gewesen. Du kamst 2004. So wie du. Ja, damit bist du eigentlich ein bisschen zu früh, weil wir haben jetzt ja erst die Jahre 2000 bis 2001 und 2. Also ist das eher so die alte Ecke? 2001 bis 2003 machen wir jetzt. So, nee, wir schauen mal rein. Ah, doch. Unglaublich. Da werden Erinnerungen wach, ne? Also von uns beiden. Die beiden waren ja noch nicht da. Nee, damals war die Leben dann. Ja. Ich dachte, du wolltest noch was sagen. Das nee, war das war schon. Damals war die Wall noch so das absolut, also die Leinwand war so das Ding, wo wir alle gesagt haben, oh, da möchte ich mal drauf gamen. So heute, wenn ich mal euch beide angucke, hat jeder sowas daheim. Naja, habe ich gehört. Also so, ihr verdient ja so viel Geld. Nicht. Aber man muss wirklich mal sagen, wenn man so den Rückblick da hat, was da so alles passiert ist. Gerade Wand erinnere ich mich an Powerstone-Matches und ähnliche Geschichten. Ja, da gab es eigentlich nur ein Powerstone-Match, an das ich mich erinnere. Ja, man muss vielleicht ganz kurz dazu erzählen, das war halt Powerstone auch auf der Dreamcast übrigens. Simons absolutes Lieblingsspiel. Und er hat halt der in der Challenge immer verloren. Ja? Der Simon war so einer, der... hinter der Kamera immer ordentlich sich geschlagen hat, wenn wir Tekken gespielt haben, auch regelmäßig mal gewonnen hat und so. Sobald es on-air in der Sendung in die Challenge geht, hat er von jedem auf die Fresse gekriegt. Von jedem. Sogar von Jörg. Sogar von Jörg damals, der wirklich gar nicht spielte. Und dann hat er auf ganz komplizierte Art und Weise hat er es geschafft, dass sein Lieblingsspiel in die Challenge gewählt wird. Das war Powerstone. Ich weiß noch, wie das war. Und, dennoch hast du noch gesagt, dass ich gegen dich dort antreten soll, weil du so deinen Plan nicht richtig deklassieren wolltest. Also ich hätte, wir waren ja ganz unten, wir waren ja die Unbeliebtesten, was ich gar nicht verstehen kann. Und dann gab es die Möglichkeit, wenn wir einen ganzen Monat lang nicht gevotet werden in die Challenge und dann aber an einem Tag und da gewinnen, dann hatten wir so einen Multiplikator, der uns dann ganz nach oben an die Spitze katapultiert hätte. Und das hat auch geklappt, nur dass ich dann verloren habe. Also das war die einzige Komponente in meinem ausgeklügelten Plan, die dann nicht so... Und das Lustige ist ja, dass die Leute immer denken so, ja, ist ja alles Spaß und gute Laune. Aber bei der Challenge damals war es wirklich regelmäßig so, dass danach, ich erinnere mich auch an das Worms-Match, danach ist erstmal, da kannst du nicht mehr mit der Person zusammen moderieren. Was dumm ist, wenn man zusammen moderieren muss. Weil du hast richtigen Hals auf die Person. Der Simon war so sauer nach diesem Powerstone-Ding, dass der im Prinzip, die Sendung nicht, die war gefährdet.
Das ist unfassbar. Und du nach dem Worms-Match, und auch wenn man nicht gerade auf Sendung war, ich habe als Praktikant gegen dich Monopoly, eine Webversion gespielt, weil kein Mensch mit dir spielen wollte. Warum? Und ich war Praktikant und sollte halt irgendwie, ich wollte integriert werden, habe gewonnen und du hast 3 Tage nicht mit mir gesprochen. Ja, was ist das auch für eine Arschloch-Aktion von einem Praktikanten direkt gegen die Neuen zu gewinnen? Ja, das ist ja, was verstehst du denn unter Integration? Es war Monopoly. Aber ich kann mich an viele Tekken-Matches erinnern, die wir oft vor der Sendung hatten. Und dann ging das so um 3 Uhr nachmittags los, dass irgendjemand mit Tekken-Tag angefangen hat. Und dann kamen die Matches und irgendjemand hat dann immer aufs Maul gekriegt und war dann in der Sendung danach wirklich pisst. Also es war regelmäßig so. Und oft war es Eddie, oft war es... andere Leute haben sich ja gar nicht getraut. Ja. Eigentlich waren es nur wir. Eigentlich nur. Wir haben die Fahne hochgehalten. Competition. Ja, hier, ich hab noch ein Video. Ja, wir haben ein Video bekommen von Die drei Beisens, glaube ich. Genau, eine alte Fanzeit. Ja, und die gucken natürlich schon von Tag 1 an fleißig und haben auch immer auch vor YouTube schon mitgeschnitten und haben einfach mal was zusammengebastelt und das schauen wir uns mal an. Genau, das Video, muss man dazu sagen, ist von Rebecca. Ne? Ja. Die hat das geschnitten in diesem Sinne. Danke, Rebecca, wir gucken mal rein. Viele...
Ja, wie jung wir da alle sind, ne? Und wie lang das ging. Und wie lang das ging. Mann, danke Rebecca. Ja, das ging ja länger als die Jahre in Echtzeit. Das Gute, was ihr wahrscheinlich nicht weißt, das können wir einfach benutzen als Showreels, wenn wir irgendwann mal irgendwo anders arbeiten. Ja, wir wollen ja dann ja, aber wer will denn woanders arbeiten? Ja, eben, weiß man ja nicht. Weiß man ja nicht. Weiß man ja nicht. Das so. Stimmt. Wir würden Giga ja niemals verlassen. Nein. Das wissen wir. Glaub ich, das wissen wir. Es ist ja Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Nils, Eddie. Ja. Hier. Vielen Dank. Sollen wir nicht noch mal kurz mal ein bisschen für unsere Zuschauer... Nein. Komm. Die können den ganzen Tag so gucken. Wir müssen jetzt auch mal uns ein bisschen ganz um uns ehrlich. Kümmern. Das stimmt. Nee, was wolltest du denn machen? Nee, weiß ich nicht mehr. Jetzt ist vorbei, oder? jetzt ist wieder frei reden. Nein, ich wollte mal hier auf unsere Giga-Geburtstagsseite gehen. Oder wir können die Webcam auch noch mal zur die Webcam, ja, aber wir haben ja auch einen Live-Blog, wo man chatten kann gerade live. Hallo, Live-Blog im Blog. Hallo. Wo ist der Live-Blog? Das Internet. Da, hier, guck mal, da ist die Lobby. Hallo, Lobby. Hallo, Lobby. Hallo, Lobby. Zum ersten Mal haben wir auch eine Lobby. Ah, da. Den haben wir vorhin schon gemacht. Hat keiner verstanden. Ich habe verstanden. Das heißt, wenn wir jetzt direkt mit Ihnen reden wollen, müssen wir alle mit dem Rücken zu der echten Kamera. Hallo, Lobby, winkt mal, wenn ihr uns hört. Hallo. Hallo. Okay. Von wem? Von wem? Und jetzt springt mal alle. Alle hüpfen. Jetzt. Alle hüpfen. Hüpfen. Und alle hinsetzen. Alle auf den Boden setzen. Alle auf den Boden setzen. Jetzt. Hinsetzen. Alle auf den Boden setzen. Alle müssen sich auf den Boden setzen. Nein, das ist denen zu blöd. Nein, alle auf den Boden setzen. Alle auf den Boden setzen. Alle auf den Boden. Jetzt alle das Geo werfen. Das Geo werfen. Schnell. Nein. Ihr habt nicht viel Zeit. Okay, schalt die Kamera wieder aus. Ihr seid super. Danke. Hier, du bist ein sehr destruktiver Mensch. Ja, ich weiß, deswegen bin ich ja auch bei Giga rausgeflogen. hier, Achtung, kleines Quiz, von wem war das? Immer. Wer hat das gemacht? George W. Bush? Nein, derselbe, der auch immer. Ach, Hannes Appell. Also, ja. Das konntet ihr jetzt nicht wissen, aber. Hannes ist vielleicht eine, das ist eine sehr schöne Anekdote. Hannes ist super. Kennt ihr den Film, ihr kennt ihn, Grandma's Boy? Ja, klar. Mhm. Da gibt es ja auch diesen Super-Nerd im Ledermantel, der immer den Roboter macht. Und Hannes ist tatsächlich auch immer, der kam aus der Küche, wir saßen im Teufelskreis und Hannes kam original so rein, ja, so. Aber man hat ihn 3 Minuten lang gehört, bevor er dann endlich in der Tür erschien. Und er hat die Nummer durchgezogen und wir saßen alle da, haben gearbeitet und er macht diesen Roboter und nachdem er fertig ist mit seiner 3-minütigen Robotervorstellung, guckt er so und so völlig Selbstzufriedenheit so. Ja, ich weiß, das war gut. Ja, ihr seid schon ein bisschen auch beeindruckt. Ne? So, von meinen Roboter-Skills. Aber pro kleine Menschen, die sich so komisch bewegen. The Sims! Das war ja hier der Hit, ne? Im Jahr 2000 und 2000. So. Ich kann mich an deine Sims-WG erinnern, wo alle abgefackelt sind. Oh ja, das war toll. Ja, aber du wurdest ja auch gequält. Du hast so einen eigenen Raum bekommen, der war ein Quadratmeter, so klein, wie es irgend ging. Und da wurdest du eingemauert, lebendig. So genau, und weil du nicht früh genug gestorben bist, haben wir dann noch Feuer gelegt. Das stimmt. Und, so, und jetzt viel Spaß mit den vielen Jahren, die noch kommen. Die besten Games. Highlights aus 10 Jahren Gaming. 2000. The Sims. Hallo. Happy Birthday to us. Ja, auch für die, die es immer noch nicht gecheckt haben. Wir haben Geburtstag, 10 Jahre Giga. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Länger als manch einer, der hier arbeitet, ne? Alt ist. Ja, ich mir fällt spontan nur einer ein, der jünger ist. Ja, aber wir werden natürlich... Gute Besserung an dieser Stelle übrigens. Ja, es sind einige Leute krank, ist wirklich harte Zeit. Aber ihr könnt ja auch von zu Hause das Ganze mitverfolgen. Und wir werden euch jetzt gleich das beste Spiel des Jahres 2000 zeigen. Wobei das beste Spiel, was uns erlaubt ist, um diese Zeit zu zeigen, ja, des Jahres 2000. Denn wir haben ja so ein bisschen in Deutschland, ihr kennt das, die Problematik mit USK 16 Spielen dürfen erst nach 22 Uhr gezeigt werden. Und es ist ja nicht sicher, ob das wirklich das Beste ist, was wir zeigen. Es ist so das, was wir ausgesucht haben, stellvertretend für das Jahr. Aber du hast schon eine kleine Vorauswahl getroffen. Ja. Der besten Spiele. Ja, es ist natürlich so ein riesiger Pool. Und lass uns doch mal kurz reinschauen, was ist denn im Jahre 2000 passiert. Und das spielt sich jetzt auf meinem Desktop ab. Ein Spiel, was habe ich gerade erst letztens wieder durchgespielt, ist Baldur's Gate 2. Ihr seht auch das Cover, genau. Und pass mal auf hier. Ich drücke die Taste und das ist viel hübscher. Wow, Baldur's Gate 2. Ich habe extra dafür die GameStar abonniert, damit ich das als Werbegeschenk bekomme.
Und hier, Perfect Dark. Sagt dir das was? Überhaupt nicht. Nintendo 64? Wirklich null. Nintendo 64 ist damals komplett an mir vorbeigegangen. Ich hatte damals so einen PC und dann die Playstation, aber Nintendo 64 überhaupt. Erinnerst du dich nicht mal an den indizierten Shooter mit James Bond-Atmosphäre auf dem N64? Nee. Und wie gesagt, ich habe kein einziges N64-Spiel gespielt. Schade, das war nämlich genial. Und das hier war so ein bisschen so ähnlich wie GoldenEye, was ja indiziert ist und deswegen von uns auch nicht gezeigt werden darf. Wir haben hier nochmal NFL 2K1. Das ist natürlich ein riesiges Spiel in den USA. Sowas von eingeschlagen, deswegen mussten wir es einfach nennen. Außerdem gab es da, und das war sowas von neu, die hatten da, ich glaube, 2000 Motion-Capturing-Sequenzen drin. Also es war das erste Spiel, was so richtig realistisch aussah, sporttechnisch. Fing also damals an, dass die Leute aufgenommen wurden und dann in Computermodellen wieder abgespielt wurden. Genau. Ja. Majora's Mask, ja, Nintendo, das neue Zelda für das Nintendo 64. Da gab es aber so ein bisschen Zeitdruck im Spiel, das fand ich nicht ganz so gut. Dann haben wir hier noch Deus Ex, ein PC-Titel, der sowas von genial war, eins meiner Lieblingsspiele. Der Gott aus... Ich habe auch keine Ahnung, was das heißt. Vielleicht kommt das von Deus Machina Ex und das ist ja was von Shakespeare. Die Götter der Maschine, irgendwie sowas, ja. Ja, die Götter des, also so der, also der, der das Theaterstück beaufsichtigt, ist, glaube ich, Deus Ex Machina. Und das Spiel war sowas von genial. Es soll ja ein dritter Teil momentan in der Mache sein. Ich hoffe, der wird gut. Der zweite war ja wohl für den Arsch. Ich glaube, das ist, also der erste war einer deiner All-Time-Favorites und das ist zumindest einer meiner All-Time-Favorites, Half-Life Counter-Strike. Das, was anfing als harmlose Morderei von ein paar Jungs, wurde dann von Valve einfach mal aufgekauft. Ja. Hat wahrscheinlich auch nicht viel gekostet für Valve. Und die haben daraus ein wahnsinniges Spiel gemacht. Unglaublich der gut. Der immer noch beste Team-Shooter aller Zeiten. Ja. Wird auch bleiben. Counter-Strike, muss man wirklich nicht viel zu sagen. Und No One Lives Forever ging da an den Start, der erste Teil. Und da hast du ja die gute Kate Archer gespielt, in auch so einem James-Bond-Style, so mit Spy-Tools. Du hattest zum Beispiel eine Haarnadel, mit der du deine Schlösser öffnen konntest und solche lustigen Sachen. Das war auch sehr gut, aber wir sehen gleich ein Spiel, das hat sie alle übertroffen, zumindest verkaufstechnisch. Denn kein Spiel hatte sich damals mehr verkauft als die Sims 1 und da gibt's gleich nochmal ein kleines Resümee, also dranbleiben, ne? Hey, Freunde. Hey, wollt ihr eine 10 kaufen? Die gewinnt 10. Glückwunsch, Mann. Wie die Sims, das ja eigentlich überhaupt gar nicht böse ist und gar nichts mit Ballern und gar nichts mit Speed und gar nichts mit irgendwas zu tun hat, das Topspiel des Jahres 2000 war. Genau, also weil du die Frauen unterschätzt. Man denkt nicht, dass Frauen auch Computer spielen, aber im Jahr 2000 war es tatsächlich so. Ja. Unglaublich viele Frauen sind in die Läden gegangen, um die Sims zu kaufen. Und wenn du tatsächlich auch mal eine Frau auf der Straße triffst und sie fragt, du spielst tatsächlich, was spielst du denn? Weißt du, was du als Antwort kriegst? Die Sims? Ja, da habe ich auch selber sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Deswegen auch mein persönlicher Highlight sogar tatsächlich des Jahres 2000, Sims. Ich habe es selber nicht wirklich viel gespielt. Ich habe es mal angeguckt und dachte, was denn? Ja, nicht gespielt? Nee, nicht so richtig. Ja, ein bisschen, aber naja, meine Freundin hat es gespielt damals, meine damalige Freundin, und das hat mir sehr viel Zeit für meine Spiele gegeben. Ja. Eben Counter-Strike. Lass uns doch mal kurz reinschauen. Am Anfang des Spiels startet nämlich so ein kleiner Vorspann, der also die ganzen Features noch mal kurz zeigt. Wir haben nämlich ein Haus, oder mal ganz vorne anfangen, es ist so eine strategische Lebenssimulation, die Sims. So einfach wie genial. Will Wright von Maxis hat da unter dem Label von Electronic Arts ein unglaubliches Spiel hingezaubert, wo man sich so einen Charakter erstellen kann am Anfang und einfach mal das Leben durchspielt. Ja, als hätte man kein eigenes. Ja, okay, das eigene ist ja manchmal ein bisschen langweilig. Ne? Ja, bei den Sims konnte man es eben so gestalten, wie man möchte, konnte die eigene Freundin zum Schlafen schicken, wann man selber wollte. Ne? Das war halt schon schön. Ja, es ist echt cool. Du siehst es hier. Es hat 7 ganze Add-ons gegeben, ein Sequel nach sich gezogen mit seinen eigenen Add-ons. Und Sims 3 ist momentan in der Mache. Waren das nur 7 Add-ons bis heute? 7 Add-ons beim ersten Teil. Achso, beim ersten. Bei zweiten Teil ist es bestimmt bei 25 angekommen. Ja, wollte ich gerade sagen. Da gab es ja dann die Sims Techno, die Sims Hip-Hop, die Sims Badewanne. Alles. Tatsächlich. Ja, also die Sims IKEA Stuff gab es zum Beispiel oder H&M, das war dann wirklich Kooperation zwischen diesen großen Firmen. Das war ein Witz von dir. Nee, das waren kleine Witze. Es gibt ein IKEA Add-on oder ein H&M Add-on. Gab's die auch Next Top Model? Next Top Model weiß ich jetzt nicht genau. Weil ganz ehrlich, nach den 20. Add-on habe ich irgendwann aufgehört, mir da ein bisschen Gedanken drüber zu machen. So, das Spiel geht los und lass uns mal kurz gucken. City. Ja, tatsächlich. Es hat auch Ähnlichkeiten, weil es von dem gleichen Typ ist und auch es sollte ja Sim Everything heißen. Ursprünglich. Aber es ging dann eben um die Personalisierung, also es ging dann mehr um die Bewohner als um die Stadt an sich, weil du hast dein eigenes Haus und musst dann deine Familie arbeiten, schicken und was auch sonst noch. Genau, als erstes gibt man natürlich erstmal eine Familie ein, beziehungsweise macht sich eine. Der erste Charakter ist natürlich die eigene Person. Die mit Nachnamen Beavis heißt. Ja, richtig, hier ein Typ. Dann gibt er so ein bisschen den Charakter hier ein. Extrovertiert, aktiv, verspielt und nett. Ordentlich machen wir nicht, weil wir kaufen uns ja doch relativ schnell eine Putzfrau und das soll sich ja lohnen. So.
Vorname ist Beavis. Beavis Beavis. Beavis Beavis, genau. So, dann machen wir dich nochmal. Dein Nickname? Butthead. Okay, Butthead. Was hättest du gerne? Eine andere Farbe oder so? Oder ein anderes Geschlecht? Ja, ich wäre gern dein Weibchen. Dann, also jetzt einfach aus. Ja, okay. Zwecken. So, nehmen wir dich auch. Ein bisschen jünger machen? Ein bisschen jünger? Ja. Ja, nee, da würden wir uns aber jetzt hier Gefilde begeben, ja, weißt du, da wollen wir nicht hin. So, ordentlich machen wir auch nicht. Ziemlich extrovertiert, würde ich sagen. Okay, machen wir alles auf extrovertiert. Du machst alles, ne? Nicht nett. Nicht nett? Nicht nett? Nein. Okay, verspielt, extrovertiert. Und dann habt ihr eine Familie und drückt auf Fertig. Und diese Familie könnt ihr dann einziehen lassen in ein Haus. Da drückt ihr dann hier unten auf den Button, sucht euch uns aus. Wir nehmen mal das hier, weil am Anfang will man ja ein bisschen mit dem Geld sparen. Man kauft sich das Haus und zack, da ist man. Stufenloses Zoom gab es noch nicht bei Sims 1. Da gab es nur diese zwei Stufen hier. Na gut, das war ja auch noch nicht das Wichtige. Aber wir sehen direkt, dass unsere Dame die Zeitung mit den vier großen Buchstaben gefunden hat. Ja, damals eine Kooperation mit der Bild-Zeitung bei den Sims. Und hier wird gerade uriniert. Noch sehr züchtig und jungfräulich wurde es dann verpixelt, wie auch in Bettszenen. Ja, es gab ja, kennst du noch den Cheat? Da musste man einen Ctrl-Shift-C und dann gibst du links oben, wir haben ja hier, welche Version ist das? Ich glaube, wir haben die deutsche, ne? Da muss man Klapaucius eingeben und dann siehst du unten meinen Kontostand von 9600 ist dann auf einmal, bam, 10.600. Und wenn man das nicht immer wieder eingeben will, dann muss man einfach Ausrufezeichen, Semikolon, Ausrufezeichen eingeben. Das habe ich übrigens gerade von zwei sehr netten Giga-Fans von Giga 4 erfahren. Oh. Das wusste ich auch nicht mehr. Jetzt hast du und kannst dir unendlich viel Geld machen. Ja, ich kann ja jetzt hier mal einfach rumlaufen, was ist ja mein Hauptcharakter. Das Tolle ist ja, die beiden machen ja auch von sich aus einfach mal irgendwas, laufen im Haus rum, kochen. Ja. Man kann tatsächlich auch so wie der Aquarium-Effekt einfach mal sich zurücklehnen und gucken. So, ich erzähle jetzt einen Witz. Ich glaube, das war auch das, was die Frauen so fasziniert hat. Dass es einfach so ein bisschen wie eine Puppenstube war, die aber auch noch gelaufen sind. Ja, genau. Aber das Lustige ist, dass es halt auch Männer interessiert hat. Ne? Männer, die mit Puppen spielen. Ja, natürlich. Ich habe mir für die Sims 2 Urlaub genommen. Hm. So, oh, es gab auch noch kein stufenloses Drehen. Das war auch noch in Stufen hier in Vieren. So, jetzt tanzen wir kurz. Ich verstehe bis heute nicht. Ich würde niemals für ein Computerspiel Urlaub nehmen. Nicht? Hatten wir doch gerade bei GTA das letzte Mal. Ja, und ich bei World of Warcraft. Ah ja, tatsächlich, stimmt. Deswegen war das jetzt, ne? Ah ja, nee, hatte ich nicht mehr dran gedacht. Was machen wir zwei? Ja, wir könnten uns mal Klamotten kaufen. Gab es da auch schon dieses so und so hin zueinander hingezogen Barometer-Dings, dass man dann irgendwann im Bett landet? Oder sind die jetzt tatsächlich schon fest verbandelt? Die sind schon fest verbandelt, glaube ich. Da läuft auch also schon genau was. Kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass ich immer den Fernseher hier richtig geil fand. Richtig dicken Plasma, ja. Das ist auch noch für heutige Verhältnisse richtig groß. Ja, ne? Schon fast nicht in unsere Wohnung. Oh, wie dreht man denn nochmal? So, ach nee, geht doch. So, zack. Und dahingestellt. Oh. Dann gucken wir jetzt mal eine Runde Fernsehen, oder? Wir haben aber nur einen Stuhl. Macht nichts, kann man auch aus dem... So, schalt den mal an und guck mal Fernsehen. Wie wäre es mit einem Horrorfilm? Ja. Ja, und das Prinzip der Sims war ja diese Nietzsche. Du hast ja diese Leisten mit sechs verschiedenen Needs, ne, wie Hunger, Komfort oder Hygiene. Und im Laufe des Tages sinken die und müssen wieder aufgefrischt werden. Zum Beispiel haben unsere jetzt gerade ein bisschen sehr wenig Spaß, dann... Könnten wir ihn, ja, zum Beispiel Flippertisch hinstellen oder... Ja, aber irgendwas. Der Fernseher, der ist eigentlich auch ein Spaßteil. Das müsste aber nicht bei einem Horrorfilm. Nee, da hast du vielleicht recht. Das machen wir einen Zeichentrickfilm. Ja. Schalt mal um. Mich interessiert das Ganze auch nicht. Meine Dame schaut auch nicht zu sich. Du kannst auch andere Sachen wie diesen genialen Computer. Das war halt das Coole. Und aus dem Internet kamen noch von irgendwelchen Usern dann coole Sachen, die man später noch dazufügen könnte. Hier hängen wir mal ein Bild dran. Das sieht aus... Hier, wie heißt der Typ nochmal? Andy Warhol. Genau, Andy Warhol. So, und dann haben wir hier... Es war einfach ein unglaublich neues, tolles Spielprinzip und ja, man konnte sich das Leben so basteln, wie man wollte. Es war einfach perfekt. Man konnte die Sims auch sogar sterben lassen und cheat und was weiß ich was. Es war einfach lustig. Ja, es war sehr gut und hatte unglaublich riesigen Umfang. Leider zu viel, als dass wir es Ihnen komplett zeigen könnten. Aber ich finde, ihr war doch gut. Nochmal erinnern, an das Jahr 2000, das war doch ein geniales Spiel, Sim 1, oder? Ja, nicht nur das Sim 1, sondern auch alle anderen, also... Eins der großen Jahre. Dranbleiben, Giga Geburtstag. Die besten Games. Highlights aus 10 Jahren Gaming. 2000, The Sims. Robin. Hi, Robin. Ja, moin! Willkommen zurück beim großen Giga-Geburtstag. Wir haben schon wieder
Zuwachs bekommen. Zum einen natürlich von der reizenden Svenja. Flo kennt er schon. Und hallo. Den Robin kennt ihr noch nicht. Mich kennt ihr auch. So. Robin ist, wo kommst du her, Robin? Ich komme aus Grevenbruch. Kennen wir. Kennt ihr vielleicht, das ist bei Neuss Düsseldorf die Ecke. Hast du spontan gesagt, du kommst mir hier hin? Habe ich spontan gesagt und jetzt bin ich hier. Zack, bitte, verhaftet. Ja, schön, dass du da bist. Ja, das ist nämlich ganz erstaunlich. So schnell kann es gehen, weil Giga ist nach wie vor der ganz große interaktive Sender. Ja, und wir holen uns einfach Leute rein und werden mit denen zocken. In diesem Fall werden wir Bass spielen. Was hast du dafür getan, um hier zu sein? ich bin einfach mit dem Zug hingefahren und dann... Ja. Und das jetzt hier sitzt gelegen. Ach so, ich hatte eine Führung mit dem Holger. Ja. Und dann war ich der Erste, der hier gesagt hat. Ja. Und das Glück gehabt hat. Hier sind schätzungsweise 2.500, ich sag mal, oder 5.000 Giga-Friends gerade in unseren Studios und unseren Büroräumen. Und Robin hat es geschafft, sich zu qualifizieren, indem er einfach schnell war, hier geschrien hat und wir werden gleich buzzen. Es wird ein Giga-Quiz sein, die Fragen kennen wir alle noch nicht. Macht ja auch Sinn beim Quiz. Ja. Ich glaube, das qualifiziert ihn noch so ein bisschen, weil schnell hier schreien ist er schnell buzzen können und schnell buzzen können ist gewinnen. Andererseits bin ich der Buzzgott, das wissen wir auch. Ja, und du bist auch tatsächlich der mit der meisten Giga-Erfahrung, zumindest von uns dreien. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, seit wann guckst du Giga, Robin? Ja, also ich habe das immer mal wieder unregelmäßig, aber im Grunde seit 2002 und dann aber immer mit kleineren Pausen. Ich sag nur erste Sendung. Von daher, ich die Rolle ganz klar bei mir, ich versuche sie zu erfüllen nach der Werbung. Bis gleich. Herzlichen Glückwunsch, Giga. Herzlich willkommen zurück zu unserem großen Gigabass-Special mit den Experten, ja? Der Mann, der über Giga so viel weiß, wie, glaube ich, die gesamte restliche Redaktion nicht. Gregor Teicher auf meiner Seite. Dann die Dame des Hauses, Svenja Amann, die weiß auch was über Giga, glaube ich. Robin, seit mehreren Jahren treuer Fernsehzuschauer von Giga, hat er gesagt, er wollte unbedingt mitmachen, also muss er was wissen. Ja, und Dennis, The Brain, Richter, ich habe schon mal die ersten Punkte eingefahren. Ja? Wie geht's los? Auf geht's, komm, wir gehen direkt ins Spiel. Wer moderiert am 30.11.98 bei der ersten Sendung der Game Channel bei Giga? Und zwar Jürgen, Gregor, Jochen oder Georg. Am 30.11.1890. Ja, in der ersten Sendung. Okay, ich war jetzt falsch. Es war Georg. Okay. Es war Georg. So, also wisst ihr es, ne, es geht los. Ja. Es läuft quasi schon. Ich lese die Fragen auch ruhig nochmal vor, damit ihr da dann drücken könnt. Welche Gaming-Legende stellte Black and White exklusiv bei Giga Games vor? Peter Molyneux? Oder Hideo Kojima. Wenn du vorliest, natürlich vielleicht nicht so mit der... Keine Ahnung. So, ne? Ah, ich dachte, es Peter Molyneux. Svenja und ich hatten ein bisschen da was angesprochen. Oh, ich glaub's nicht. Okay. Warum hatten wir eigentlich alle hier Sonnenbrillen? So, von links nach rechts ist übrigens Svenja, dann Gregor, dann Robin. Ich hab eine geile Maske. Und du hast eine geile Maske, genau. Aber wir haben coolen Sonnenbrillen. Welche Filme sieht man bei Screenshots TV? Das ist unser neuestes Produkt und da muss der Gregor schon überlegen. Kenn ich überhaupt nicht. Ja, das ist ganz neu. Okay. Macht der Colin? Ja. Okay, zweitschnellste. Ja. Der Colin? Wer ist das denn? Ist der auch neu? Ja, der Colin ist auch neu. Yeah, 300 Punkte. Ich sag ja, die neuen Fragen gibt's wieder, kann ich mir nicht. Aber da hat das der Michael Schieber ein bisschen fair gemacht. In welcher Stadt gab es kein Giga? Kein Lokalstudio. Das weiß auf jeden Fall der Dennis, der kommt nämlich aus einem dieser Lokalstudios. Yay! In Sminga gab es keine. In Sminga, aber kein Studio. Was mache ich denn für komische Bewegung? Was ist das denn? Wir haben doch trotzdem einen. Das frage mich auch bei dir, Svenja. Das frage mich ganz oft bei dir. Und auch schon alle, was ich anhab. Svenja, das ist jetzt nicht Thema der Sendung. Im Giga The Show Set ist Platz für wie viele Gäste? Vorsichtig lesen. 2, 1, 4 oder 3? Ich hätte jetzt 2 gesagt. Das ist wahrscheinlich korrekt. Juhu! Was, ihr habt 4 gedrückt? Dann haben wir falsch. Ja, 4 Leute, aber nur insgesamt 2 Gäste. Robin, ey, das war saudumm von dir. Ja, Andy und Nils vergessen, wie könnte man? Ärgert sich eigentlich über Grevenbräuch immer, wenn Leute das sagen? Ach, es geht eigentlich, nö. Welches Format wurde von Switch Reloaded auf den Arm genommen? Wow, Telespiel ohne Late Night! Das ist ja echt so, ne? Bundesweit sagen die meisten dann Grevenbräuch und auch Korschenbräuch, aber es heißt Grevenbruch. Ja, Grevenbruch, also das ärgert mich eigentlich weniger. Nein, das ist mir ziemlich schnuppe im Endeffekt. Okay. Ich glaube, der Gregor will dich gerade nur versuchen abzulenken. Ja, ich glaube auch. Ja, ich merke schon, das ist deine Taktik. Welchen Preis erhielt ihr im Jahr 2001? Aber, wie heißt nochmal der hier, H.P. Kerkling? Der macht doch mit seinem Charakter. Ja, der Herr Schlemmer ist das. Der sagt doch selber, hat er auch Grevenbräuch? Ich höre ihn mir nicht so häufig an. Das ist das Problem, wenn auch der auch noch Grevenbräuch sagt, dann denke ich alles richtig so. Alter, es gibt doch kein Arsch Grevenbräuch. Doch, Gregor. Die Sendung MyWorld wurde moderiert von Eddie und Nils, Mariano, Michael, Susi und Felix oder Vio und Gregor. Ich habe genauso 4 Punkte wie mein Geburtstag. Ich wollte auch grün klicken. Ja, das macht nichts, Svenja.
mach. Jetzt betone es doch nicht noch so. My World, sowieso. Ich hab das jetzt nicht, ich hab mich verdrückt. Also My Late Night World. Das macht Spaß. Genau, My Late Night World. Das macht Spaß. Ja, aber nur weil du erst bist. Ja, das war Bewertung. Das war schon echt. Das ist schlecht, ich vergib gelb. Knapp hat Gregor gewonnen. Das kann ja jetzt nicht sein, oder? Aber ganz klar. Entschuldigung, wir haben es auch erstellt. Jetzt ist schon vorbei. Das war's? Bist du das? Natürlich nicht. Das war so klar, dass du der coole Checker bist. Ja? Nee, das war echt so ein Herzinfarkt. Das war gerade mal der, zum Warmwerden. Wo kommen jetzt die schwierigen Fragen? Dachte ich auch. Naja, wir haben ja noch eine zweite Ausgabe. Und zwar nicht verpassen nachher zur späteren Stunde um 23.45 Uhr. Das war es echt schon? Ja. Haben wir noch das zweite Mal ein Bass-Quiz mit eventuell Zuschauern oder auch noch Giga-Mitarbeitern, je nachdem, was hier so rumläuft. Das wissen wir ja selber. Was mal? Vielleicht kommt ja noch eine zweite Runde oder so. Ich will darauf hinweisen. Ah, ich wollte auch noch nicht unterbrechen. Ja, also was ist jetzt? Kommt die zweite Runde? Hier. Jetzt müssen klar. wir auswählen? Nee. Wie nee, ich glaube, unser Quiz war genau auf eine. Auf wobei, ein ach, das heißt, es gibt vier. Eins vier von Stück vier, ne? Ah. Also dürfen wir zwei spielen. Wenn ihr jetzt aber wieder eins von vier macht. Also ich hoffe, wir haben jetzt nicht nochmal dasselbe. Ja, doch, haben wir. Ja, wer hat denn jetzt ausgewählt? Ich habe nichts gemacht. Ich jetzt auch nicht. Ich schwöre so sehr. Okay, keiner hat was ausgewählt. Das Spiel hat von alleine gestartet. Wir können mal gucken, vielleicht ist das ja noch da mehr Fragen. Vielleicht, ich habe so eine Befürchtung, dass es vielleicht nochmal das Gleiche, dann kriegt Sven ja auch ein paar mehr Punkte. Das kann ich jetzt nicht hoffen. Ich hoffe, du kriegst einen blauen Fleck. Was faselt der? So. Das kann ja jetzt nicht sein. Wer spielt heute? Ach, guck mal, mit allem drum und dran. Aber ich glaube, man kann einfach, einfach alles rot machen. Einfach auf Wasser. Ich habe jetzt einfach alles rot. Einfach auf den Buzzer. Normalerweise merkt er sich. Ja, wollen wir mal? Oh, wer ist denn die Lady in Silber? Ich glaube, das bin ich sogar. Ach, da streiten sie sich drum, doch, Jungs. Doch, sehr, wollte ich gerade sagen. Sehr lassiv. Ja, also ja, ich habe keine Reaktion mehr. Das hat ja super geklappt. Ich habe schon längst gedrückt. Ich bin auch schon längst hier. Ja, der drückt auch noch. Jetzt. So, ich behalte mein Outfit. Jetzt wird's etwas. Ich behalte bei meinem Buzzerton. Ich weiß nicht, wer ich bin. Und ich heiße auch immer noch du. So, fertig. Immer noch, okay. Fertig. Perfekt. Ja, weil du als Letzte, glaube ich, echt dieselben Fragen kommen. Wie laufe ich denn? Beschwere ich mich bei wem? Wer hat die Fragen? Bei Michael himself. Der schnellste Finger. Das erklärt sich wohl von selbst. Ja. Schnellste Antwort, höchste Punktzahl. Einfacher. War das eben auch schon nicht? Ja. Das war eben auch schon. Die erste Frage hast du alleine beantwortet, weil der Rest sich noch vorgestellt hat. Ja. Tut mir auch leid. Weiter. Na, das nein. Gibt's doch nicht. Ja, wer moderiert den Games-Channel bei NBC Giga? Sollen wir mal gucken, wer hier am schnellsten... Wollen wir mal gucken, wer es jetzt in der zweiten Runde immer noch falsch macht. Genau, wenn ihr jetzt... Ja, das ist gut. Den goldenen Ananas-Pokal. Ich wundere mich, warum... So, ich habe 300 Punkte schon. Zweiter Platz. Ja. Gregor, ich hole dich jetzt. Welche Games-Legende stellt Black? Selbe Reihenfolge. Es ist immer noch dieselbe Reihenfolge bei den Antworten. Ja, und es ist immer noch Peter Molyneux, wen wundert es? Lass uns noch ein bisschen mit Robin quatschen. Ah, ja, Robin. Gregor. Ja. Grevenbruch. Jetzt haben wir doch mal Weltstart mit Herz. Nee, lass uns doch mal über Spiele. Was war denn zum Beispiel dein Spiele-Highlight in den letzten Jahren? Ich will aber Jahren? Wissen, weißt was dein schönster Giga-Moment war. In Grevenbruch. Eins nach Mann. In den letzten Jahren ist ja auch zu schwierig. Eigentlich kommt also man lieber, was liegt bei dir gerade zu Hause in deinem Konsolengelöt oder PC? Aktuell, ich habe letztens Skate gezockt für die 360, schon was älter, aber ja, warum nicht? Spiel. Hab auch gespielt schon. Ja, cooles Spiel. Ja, Sportspiel, das ja, klar, das neue Command & Conquer, ja. Geiles Teil. Hast du auch irgendwas, was Svenja vielleicht kennt? Oder ich? Die Sims, magst du die Sims? Danke, Gregor. Die Sims, spielst du der Giga-Liga mit? Nein, leider nicht, aber ich werde es jetzt... Spielst du Poker? Selten. Wir sollten ihn bombardieren ihn mit Fragen. Ja. Magst du Kuchen? Gerne. Ist aber noch nicht angeschnitten. Schade. Nee, ich habe den Florian schon immer mal fragen. Was ich den Florian, ich habe den Florian gerade schon gefragt bei der Tour. Hast du eine Frage gehabt an ihn? Ja. Und an Svenja? Was möchtest du Svenja fragen? Gar nichts. Auch nicht. Ich bin wunschlos glücklich sozusagen. Dennis? Ach, das ist sehr schön. Dennis eigentlich auch nichts. Ganz von Dennis. Also ich weiß nicht, mir fällt zumindest jetzt nichts ein. So. Zettlich jetzt. Ja, du hast dich aber ganz gut geschlagen auf jeden Fall. Wie viel da bist du geworden im Bass? Ich glaube, ich war Zweiter. Zweiter ist hinten. Nee, Zweiter war ich. Nein, ich war Zweiter. Dein Lügerer. Nein. Ich kann mal bei deiner darüber zu reden. Ey, wir gucken uns das gleich im Stream an. Stimmt. Und noch was anderes. Ich war Zweiter. Was Neues. Deswegen, ich war Zweiter. Sitzt Svenja eigentlich auch nur hier. Sie hat sich dagegen gesträubt. Sie ist farbenblind. Sie trifft deswegen die richtigen Antworten nicht. Das stimmt doch gar nicht. Okay, das wäre eine gute Entschuldigung. Jetzt kommt auf jeden Fall. Gleich ist die neue Poker-Night mit Svenja. Und was habt ihr denn heute? Nein, ich bin heute nicht da. Heute ist der Toni da. Was Leute, habt ihr da? Was habt ihr denn da? Also, jetzt gleich kommt der Semi-Pro Felix Osterland zu Toni ins Studio, denn er
ist was ganz Besonderes. Er war der beste Deutsche bei der World Series of Poker 2008 beim Main Event. Also bei der Weltmeisterschaft im Poker, der beste Deutsche. Yes, sir, Ray. Ja. Und das Ganze geht bis 22 Uhr. Bis 22 Uhr. Wieder genau. Und Pokerschule gibt es auch noch. Jahren und vor allem, es geht bis 22 Uhr. Genau, danach und dann geht es hier richtig weiter. Noch große Geburtstagsparty mit allen drum und dran, ganz vielen Gästen. Neue Gäste, Legenden der Leidenschaft, bis Legenden des Gamings. Bis 0 Uhr ziehen wir das Ganze heute durch. Wir sind alle da, wir spielen noch ein bisschen Bass vielleicht, auf erste Kuchen. Ja, dann wird der Kuchen, Kuchen. Ich hoffe, es ist bald wieder. Wir schalten auch zurück in unsere Lounge, wo ganz viele Leute sind. Mich freut es, dass ihr alle da seid. Und bitte, bitte, schaut euch das neue Poker an mit Toni und vielleicht auch irgendwann mal. Und wir werden hier ein bisschen falsch. Ja, ich bin nächsten Samstag wieder für euch da. Wir wissen, wer ein bisschen fallen an Bass, damit es leicht besser klappt, wenn wir neue Fragen haben und dann macht auch jemand anders vielleicht ein Spielchen. Vielleicht finden wir ja. Also, kurze Pause, zwei Stunden ist wieder zurück. Draußen. Jetzt viel Spaß mit Pokern. Bis nachher um 10 Uhr. Tschüss. Meine sind raus. Aber hast auch noch die Löcher. Ne? Vielleicht kommt es wieder, der Trend. Ne? Ja. Ich bin der Erste, der mir reintut, Jo. Ja, ich auch. Ich warte nur drauf. Ich freue mich immer, dass das Loch noch da ist. Ich steck's manchmal durch mit so einer Stecknadel. Ja, ab und zu, wenn ich allein bin, auch nochmal so, damit es nicht zuwächst. Ich finde es immer eklig, wenn das bei dir so eitert, weißt du? Wenn du da mal so einen Eiterbrocken, dann zieht er das immer lang, das Ohrläppchen. Und dann schnippt er da so gegen, plopp. Und dann schießt hier irgendwie so einen Eiterklumpen raus. Und dann knallt er damit die Leute im Flur ab und so. Ich persönlich finde das nie so angenehm. Aber gut. Ich finde, Castings ist ein prima Stichwort. Wie war dein Casting eigentlich? Ganz toll. Also ich hatte wahrscheinlich das beste Casting jemals, was im Fernsehen gesendet worden ist. Und schade, dass nichts raus geworden ist. Ja. Nee, aber pass auf, wir wollen ja mal über die Jahre 2004 bis 2006 reden. War eine tolle Zeit, oder? Ja, und wir haben einen kleinen Beitrag, der diese Jahre natürlich auch nochmal zusammenfasst. Bitteschön. Boah, das war eine Zeit und wir haben jetzt live per Skype zugeschaltet. Du darfst auch gleich noch was sagen, ne? Nicht muss ich. Wir haben live per Skype einen echten Zeitzeugen zugeschaltet. Ja. Ihr kennt ihn wahrscheinlich noch von ganz früher. Da hat er zusammen mit Georg bei Giga Green, das kennst du ja noch zum Beispiel, ja, kennst du, den Games-Bereich moderiert. Ja, das war sozusagen das erste Experiment und aus dem erwuchs dann quasi das, was ihr noch als Giga Games kennt. Im Prinzip verdanken wir ihm unseren Job jetzt. Und in diesem unser Sinne, Leben. Sagen wir Hallo Jochen Dominikus per Skype jetzt zugeschaltet. Kannst du uns hören, Jochen? Na sicher, ich kann euch nur leider nicht sehen. Schönen guten Abend. Abend. Sekunde mal, ich hab schönen was vergessen. Guten Abend. Da ist er. Eine Sekunde, ich bin sofort wieder da. Wir sind live drauf, Jochen, ne? Wir sind live drauf. Ach nee, die uralten Giga-Merchandise-Mützen, unfassbar. Das hast du noch. Und die Schlüsselbänder. Du weißt, dass die bei eBay einiges wert sind, ne? So. Echt? Ja, 2,50 €. Jochen, wie geht's dir? Ja, hör mal, es ist total spät, es ist ja schon spät für mich. Ich bin ja schon so alt geworden und da muss ich ja schon so langsam ins Bett, aber aus Anlass der Feier natürlich. Ach, übrigens, falls ihr das Bild aus dem Flur vermisst, ne? Man sieht's nicht so richtig. Ja, jetzt sieht man's. Ach, das hast du mitgenommen damals, oder was? Nein, das ist eine Fälschung, das ist nicht das Original. Hast du noch was was uns zeigen möchtest, Jochen? Ja, ich hab eben Daniel van Moor gehört. Kann das sein? Ja, in der Matz. Ach so, weil normalerweise, also ich habe eigentlich gedacht, der putzt jetzt gerade noch mein Auto, weil da ist ja noch ein Versprechen von damals offen. Ja, nee, der ist leider nicht da, also nur per Matz zugeschaltet. Ach so, schade, schade, schade. Jochen, vermisst du uns manchmal? Mich? Und mit uns meine ich mich.
Eddie, ja? ich war ziemlich froh, als ich diese alten Bänder, wo habe ich sie denn? Hier, das sind diese Bänder von der Party. Ich glaube, ihr habt das Stück ja eben gezeigt, als ich die gesehen habe. Da saß ich wirklich 4 Stunden vorm Fernsehen und habe mir alles nochmal angeguckt. Und nicht frech werden, ich habe noch ganz viel Material. Also ich kann theoretisch noch was nachschießen. Also kannst du uns jederzeit erpressen, ja? Dich vor allen Dingen. Ey, ich habe mir schon gedacht, du hast ja immer deine kleine Videokamera dabei gehabt. Du hast so viele Sachen da drauf gesammelt. Das heißt, sollten irgendjemand von uns irgendwann mal reich werden, dann... Ja. Gut, das wird nicht passieren. Nee, insofern, die Gefahr ist nicht... Ja, guck, da hat er die ganzen Sachen gebunkert. Habt ihr denn schon Sekt aufgemacht? Nee, du weißt doch, wie das ist. Beim Fernsehen darf man doch keinen Alkohol trinken. Also damals... Das war nur damals Silvester 2000, ne? Die Jahrtausendwende. Zu jeder Stunde eine Flasche Sekt aufgemacht. Dann war Ute aber hinterher so voll, dass sie das einstellen mussten. Das ging nicht mehr. Ja, da kam der Geschäftsführer höchstpersönlich und hat gesagt, ob wir nicht alle einen an der Pfanne hatten. Da waren wir aber schon so voll, da haben wir alle gelacht. Das war sehr witzig. Und da kann ich mich noch dran erinnern, da hatten Georg und ich waren gegenüber bei QVC und haben das Lineal von Peter Freiwald, wie heißt der nochmal? Dieser Freiwald geklaut. Ja. Und da mussten wir in unserer Sendung auch noch unser eigenes Merchandise-Ding anbieten. Und Uta und ich saßen auf dem Boden und haben gesagt, Gigatasche, super toll, aber alles scheiße teuer. Das war großartig früher. Das kam gut an in der Chefetage. Das kam, ich glaube, die haben es damals gar nicht mitgekriegt. Damals war ja sowieso alles anders, ne? Die haben unsere Sendung eh nie geguckt. Ach, guck mal hier. Ja? Was ist da, kannst du nicht lesen? Das ist ein Geburtstags-T-Shirt, glaube ich, ne, von einem. Oder? Ja. War ein Geburtstag, ne, Jochen? Ja. Was? Glorreiche 7 Jahre? Ja, da waren es, glaube ich, 7 Jahre. Aber da war ich nicht mehr da. Da bin ich schon rausgeschmissen worden. Ja, so geht das manchmal, ne? Erst wird man off-air genommen und dann irgendwann... Mambu-TV. So kann es manchmal gehen, ja. Kenne ich auch, habe ich davon gehört. Wie lange geht denn jetzt die Sendung? Noch? Solange du redest. Ach so. Solange du noch irgendwas aus dem Kästchen zauberst. Ja, ich hab gedacht, ihr stellt mir jetzt Fragen. Das hab ich ja auch gedacht. Ich habe da auch einen Fragenkatalog vorbereitet, Jochen. Erste Frage. Was bedeutet für dich Giga? Hast du die Frage aus der Community, ist das deine eigene? Nee, die ist aus der Community, also bitte behandeln Sie mit Respekt. Okay, ich kann ja jetzt die Frage nur beantworten in der Zeit, wo ich da war. Anarchie. Okay. Hast du eine Freundin? Verheiratet. Ach du Scheiße. Ja, wir werden alle alt. Armer Kerl. Willst du eine Affäre? Ich hab auch eine Freundin, und ich wollte gerade sagen. Ja, erzähl doch mal einen Schwank so. Oder wir haben gerade die ganze Zeit über Castings geredet und wie wir alle zu Giga gekommen sind. Da hat ja jeder so seine eigene Geschichte. Erzähl doch mal, wie das bei dir war. Wie bist du überhaupt auf diesen Laden aufmerksam gekommen? Und wer hat dir den Floh ins Hirn gesetzt, da anzufangen? Also das war folgendermaßen, ich war damals beim Radio und damals habe ich mit Miriam Pielau zusammen so ein Radioseminar gemacht. Sie kam ja auch damals vom Lokalfunk und da haben wir uns getroffen und dann habe ich sie im Express gesehen mit Uta Fußheimer, die ich auch noch vom Radio kannte, wo die ganze Giga-Gruppe stand in Düsseldorf vor diesem komischen Container und da stand dann drüber neues Programm für Jugendliche. Damals war ich bei Sat.1 und hatte auch gar keinen Bock mehr darauf, so Reporter zu spielen. Und da fand ich das toll und hatte für Sat.1 einen Auftrag in Düsseldorf. Bin dann da hingegangen, eine halbe Stunde, habe mich da vorgestellt und habe dann direkt ein Casting gemacht. So war's. Und wie war das Casting? War das gut? Das Casting war mit Georg und das war totale Scheiße. Früher durfte man das noch sagen. Nee, es war halt... Also so mein Casting war natürlich super. Ach so, ja, nee. Also, mein Casting, aber die alle anderen waren natürlich doof. Ja. Mensch, ja. Jetzt haben wir tatsächlich auch schon keine Zeit mehr, weil wir haben hier nur irgendwie 15 Minuten. Ich soll noch schöne Grüße bestellen, sehe ich gerade hier im ICQ. Einmal guckt nämlich gerade Christoph zu, ja. Christoph, der alte Ried. Der alte Ried hier. Giga Ried, ja. Hallo Christoph. Schönen Gruß, Christoph. Und Alex Keen. Der die ganzen Giga-Studios aufgebaut hat. Lukulus. Der hat damals, das muss man an der Stelle mal sagen, weil viele Leute immer sagen, Teufelskreis und so war geil, das war seine Idee, Alex Keen. Ja. In diesem Sinne? In diesem Sinne schön gut. Ach übrigens, wenn ihr den NBC Giga-Tisch aus Hamburg sucht, den habe ich auch nicht übrigens. Also, es kam ja schon mal Fragen, aber ich habe ihn nicht. Gut, dann wissen wir, wo wir auf keinen Fall gucken. Mal weitermachen. Jochen, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Alles Gute.
Schönen Gruß an Daniel von Moll, der soll meine scheiß Karre putzen, sonst gibt's Ärger. Tschüss. Tschüss, Jo. Ja, da haben wir ja eigentlich ganz wenig Zeit nur noch, aber Zeit genug noch, um ganz schnell nochmal bunte Bilder zu zeigen, bevor wir mit dir noch... Wir stellen dir auch gleich noch eine echt? Frage. Nein. Doch, ernsthaft, Nick. Ich habe gedacht, ich komme so durch den Take. Unglaublich. Wow. Das ist ja fast live. Ja. Also, ich kann wir sind gerade live und das war auch fast live. Wahnsinn, was Fernsehen alles möglich macht. Nick, du bist ja auch noch da. Wir haben uns noch ein bisschen Zeit, das Beste für den Schluss natürlich aufgehoben. E-Sports, ne? War ja deine große Leidenschaft. Ist immer noch. Immer noch? Teilweise. Ja. War aber damals. Meine aber gerade hier in den Jahren 2000, was? 4 bis 2006, darüber sollten wir gar nicht reden. 2004 bis 2006 war ja ein ganz großes Jahr für E-Sports. Auf jeden Fall war es tatsächlich. 2004 hast du, glaube ich, mit E-Sports angefangen bei Giga, oder sagen wir mal 2005. Und du warst, ich zitiere Etienne Gardet, Vorreiter im deutschen Fernsehen, was E-Sports angeht. Das habe ich niemals über mich selbst gesagt. Nein, glaube ich auch nicht, oder? So was sagst du, das würde er auch niemals sagen. Ja. Alter, was ihr hier versucht, bitte fürs Fernsehen kurz festhalten. Gerade hat er doch gesagt, er ist der beste semi-professionelle Pokerspieler Deutschlands. Das stimmt, das habe ich gesagt. Ich würde auch niemals sagen, dass ich irgendwie der Vorreiter war, auch wenn es stimmt. Nee, weil du bist ja bescheiden. Du bist ja tatsächlich. Du bist der beste Barfußmoderator Deutschlands. Wieso Nachwuchs? Barfußmoderator. Barfuß. Ach, Barfuß. Auch. Ja, alles. Ja, alle Superlative. Naja. Ja, Nick, jedenfalls hast du wir haben jetzt keine Zeit hier. Hier kommen, nee, warte, 10 Sekunden kriegst E-Sports du. E-Sports war aber ganz toll früher, ja, sagen wir mal so. Und jetzt ist auch gut. Jetzt machst du aber hauptverantwortlich Poker Night, wie wir gerade gesehen haben. Sehr schön die neue Poker Night und wahrscheinlich auch in Zukunft pokern erstmal, oder? Ja, ich hoffe. Ich poker noch drum. Aber ja, danke. Wie dieses ausführliche Interview. Ja. Jetzt, liebe Freunde, wollen wir uns natürlich auch den Jahren widmen, über die wir gerade so ausführlich gesprochen haben. Wir machen jetzt weiter mit Diablo 2. Danach gibt's, glaube ich, GTA sogar. Glaube ich auch. Das Beste aus den jeweiligen Seiten. Und es gibt noch ein Backstage-Feature. Ein Backstage-Feature gibt's auch noch. Boah, was, ja, Mensch, das schaue ich mir an jetzt. Ich aber auch. Jetzt. Ihr bitte auch. Wiedersehen. Tschüss, tschüss. Gregor Teich. Giga hat Geburtstag und wird stolze 10 Jahre alt. Das heißt, wir sind hier heute alle Geburtstagskinder und können feiern, was das Zeug hält. Vor allem auch die, ohne die Giga niemals laufen würde, die man aber trotzdem nicht täglich on air sieht. Also nichts wie auf nach Backstage, wie der Franzose sagt. Und mal gucken, was die zum Geburtstag zu sagen haben. Hier in der Sales-Abteilung sorgen wir für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens und das tun wir in verschiedenen Formen. Wir haben einmal die TV-Ebene, einmal die Online-Ebene. Im TV schalten wir TV-Spots oder akquirieren dafür Kunden, Trailer, Sponsoring-Elemente für Sendungen, die versponsert werden, und online sind Skyscraper, Banner, es sind Microsites und Events, die wir auch versponsern, das heißt die Gamescom nächstes Jahr in 2009, da akquirieren wir auch Sponsoren für, und im Grunde genommen das Umfeld, warum Sales-Abteilung
halt ein toller Job ist oder sich ein toller Job herausstellen kann, ist, weil man sehr facettenreich ist und immer wieder mit neuen Themen zu tun hat. Das heißt also, man hat nicht mehr immer mit Kunde A oder mit dem Job A zu tun, sondern man hat A, B, C, komplett das ganze Alphabet durch. Und selbst wenn man am Anfang wieder A anfängt, ist das A ein anderes A, als wie man aufhört, im Grunde genommen mit Z. Das ist Sales. Alles Gute, viele Zuschauer und viel Erfolg für die nächsten 10 Jahre. Kekse. Kekse kann man nie genug haben. Kennt ihr die Geschichte des LOLs? Hey Uwe, kann ich dich gleich zurückrufen? Ich drehe hier gerade. Danke, tschüss. All in. Was schenke ich Giga zum Geburtstag? Was wünsche ich Giga zum Geburtstag? In den 10 Jahren ist ja sehr viel passiert. Ich würde sagen, Giga hat alles, was es braucht. Ich wünsche, es kommt auf noch mehr Programmplätzen auf Platz 6 und wird noch öfter und noch mehr gesehen von unserer Zielgruppe. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles und schätze uns glücklich, hier bei Giga arbeiten zu dürfen. Mein schönster Moment bei Giga war, als der Nick mir dieses gute Paket hier geschenkt hat und ich jetzt endlich weiß, wie ich meinen Job zu machen habe. 10 Jahre Giga, das bedeutet, ich habe Geburtstag. Happy Birthday to me, Happy Birthday to me, Happy Birthday, lieber Manuel at Giga. Happy Birthday to me. Ich wünsche Giga einen privaten Pizza-Service. Da schließe ich mich an, glaube ich. Privater Pizza-Service ist ein grundsätzlich ein gutes Geschenk. Und ein Weihnachtsbaum. Hörspiele sind auch gute Geschenke. Und Socken. Ja, Blumen gegebenenfalls. Und wohl zu Weihnachten eher unpraktisch wahrscheinlich. Ja. Ein Hörspiel von mir. Selbst gesungen. Selbst gesprochen. Herzlichen Glückwunsch, Giga. Ich glaube, der Kameramann, der hat die Kamera auf uns gerichtet. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1... Happy Birthday, Giga! Happy Birthday, Giga! Happy Birthday, liebes Giga! Happy Birthday to you! Was guckt ihr denn alle so blöd? SingStar hat gesagt, wir können singen. Ich werd Superstar! Schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Ne, trö, trö, komm, ne, trö, 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 Geburtstag. Mein schönster Giga-Moment war, als ich hier zum zweiten Tag gearbeitet habe, ein Netzwerkkabel gezogen habe und der ganze Sender nicht mehr gesendet hat. Das wünsche ich hier zum 10-Jährigen nicht mehr. Also entweder schmeißt mich raus oder haltet mich von Netzwerkkabeln fern. Herzlichen Glückwunsch. Mein schönster Giga-Moment war, als ich den netten Kollegen Herrn Salichmann kennenlernte und seine tollen Pflanzen, die wie er auch selber jeden Tag für Giga Freude, Spaß und jede Menge Abwechslung in die Arbeit bringen. Achso, die Nutsch ist nicht, okay. Herzlichen Glückwunsch, Giga, zum 10. Geburtstag. Wieso bist du denn? Giga, also, was? Bist du, hallo, herzlichen Glückwunsch zum 10. Geburtstag, Giga, auf ganz, ganz viele neue Jahre, auf ganz viel... So, sorry. Creative-Abteilung bei Giga kümmert sich um das Erscheinungsbild von Giga, dass das alles schick und gut für euch aussieht. Das heißt, im Zentrum steht dieses Logo. Natürlich entwickeln wir auch Anzeigen unterschiedlicher Art. Hier zum Relaunch, hier wollten wir euch sagen, Social Gaming Network, hier unsere neue 15-Minuten-Kampagne. Fuck Reality, viele haben sich dran gestoßen, aber auch für Poker Night. Aber auch wenn wir Geburtstag haben, bauen wir Anzeigen. Natürlich bauen wir unzählige Spots, wir bauen Logos, das war es nicht. Das ist es dann geworden. Logos, mehr Logos.
Alles in allem, es ist viel zu tun, das Telefon klingelt und weiter geht die Reise. Also mein schönster Moment bei Giga ist, als Nicole eingestellt worden ist. Okay, und mein schönster Moment bei Giga war, als ich das Spielearchiv gesehen habe. Das war mein erster Arbeitstag. Das war nämlich auch der erste Giga Island Tag. Und ja, das war halt so mit Badestrand und Swimmingpool und Grillen und Bier. Und ich habe gedacht, das ist jeden Tag hier so. Deswegen habe ich gedacht, ja, super. Ja, wie JNOAP, für alle, die es noch nicht wussten, erkläre ich vielleicht nochmal eben kurz den Begriff. Das ist die On-Air-Promotion. Wir schneiden hier Teaser, Trailer und ab und zu mal ein paar Spots und vielleicht auch ganze Sendungen. Und das passiert größtenteils hier in unserem vierfachen Schnittraum oder halt auch in unserem speziellen Avid-Schnittraum. Schneiden an sich, das tun wir schon ganz gerne, aber da wir auch ziemlich große Spielkinder sind, machen wir ab und zu auch mal Sachen wie diese hier. Kennt ihr die Geschichte des LOLs? LOL? LOL? Neue Projekte. Weiter geht die Reise. LOL? Reise. Blub, blub, blub. Happy Birthday. Happy Birthday. Neue Projekte. LOL? Die besten Games. Highlights aus 10 Jahren Gaming. 2003. GTA Vice City. Große Party hier bei Giga. 10 Jahre. Herzlichen Glückwunsch, Daniel, für die 10 Jahre, Giga. Auch dir herzlichen Glückwunsch. Danke. Yay. Welches Jahr schreiben wir? 19.003. Achso, nee, jetzt gerade 2003, richtig, denn ja. Wir machen einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2003, aber wir grüßen euch da hinten nochmal. Stefan, alles klar? Stefan, zeig uns mal deinen Bauchnabel. Mach mal hoch hier. Stefan, zeig mir mal deinen Bauchnabel. Yes, ja, nee, hoch ja, damit. Fast. Nee, da traut er sich nicht. So, da hinten sehen wir noch den Gregor. Ah, oh, viele Leute. Und die Lynn, Miss Sexy Voice des Millenniums. Flo war auch irgendwo da, aber der hat sich versteckt. Ja. Nee, da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja, Florian, der mit der Rocker-Lederjacke. Und der Dude. Ja, ihr könnt auch noch vorbeikommen. Bis 0 Uhr ist hier Halligalli und wie bei Hempels und am Sofa geht das ja. Länger noch. Nee, das war, wenn's unordentlich. Ach, egal. Ja, egal. Ja. Wir machen weiter. Ja, wir machen weiter mit, was war in dem Jahr 2003 so krasses am Start? Abgesehen von einem Spiel, das wir euch gleich zeigen, hatten wir natürlich in den USA, ist Madden. So der Hammer, da stehen die Leute total drauf. Hier in Europa wissen wir ja, Football kennen die Leute nicht so richtig. Ist ein bisschen untergegangen, genau, aber trotzdem. Ja, ist richtig gebombt im Jahr 2004. Danach kam Soul Calibur 2. Super. Ja, das haben die Leute rauf und runter gespielt. Ja, das war eine Konsolenreferenz. Genau. Beat'em up par excellence, auf dem Cube haben wir es gespielt, bis zum Abwinken. Ja, war so ein typisches Spiel für die Runde mit den Kollegen abends, ne? Ja. Ansonsten kam noch raus Warcraft 3, das Add-on, The Frozen Throne. Sehr und cool. Das war wirklich abgefahren. Ja. Prince of Persia, The Sands of Time, die Bullet Time war back. Nie gespielt. Doch, war eigentlich ganz cool. Shame on me. Shame on you. Yes. Na, Star Wars, Knights of the Old Republic. Hast du das gezockt? Nein. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, shame on me, ich hab's auch nicht gezockt. Ich hab's angefangen. Echt nicht? Ja, aber es war mir zu viel Text damals. Ich war in einer Phase, da hatte ich keinen Bock zu lesen gerade, glaube ich. Hab ich schon mal. Project Gotham Racing 2. Ja, ist natürlich auch ein riesiges Franchise. Ja. Dann kam Beautiful Joe, das war abgefahren. Also dieser Joe, der guckt ja Fernsehen und auf einmal wird seine Freundin in den TV reingesaugt. Das war ziemlich abgefahren. Ja, so ein 2D, 3D Mixmax Jump'n'Run Spiel. Und natürlich Grand Theft Auto Vice City. Was für ein Zufall. Ja, wollen wir das vielleicht gleich mal den Zuschauern zeigen? Wenn es sein muss. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir eigentlich schon heute gerade Werbung hatten oder ob wir jetzt nochmal Werbung machen. Das muss am Helium liegen bei dir. Ja, ich glaube, wir hatten noch nicht Werbung, oder? Okay, dann machen wir leider mal Werbung. Bis gleich. Juhu. Hab ich gehört, 10 Jahre Giga, alles Gute, Mann. Die besten Games. Highlights aus 10 Jahren Gaming. 2003, GTA Vice City. Yeah, yeah. Hallo, herzlich willkommen zurück hier im PC-Bereich und Daniel zeigt uns gleich eine Runde GTA Vice City, was im Jahre 2003 mal eben so aus dem Ladentisch rausgekrochen kam.
Super. So genau war's. Aber lass uns vorher mal kurz auf die Seite gehen, denn giga.de sieht ja auch verdammt genial aus, neuerdings. Wir haben ja alles frisch neu, guck mal, mit Feuer sogar auf der Webseite. Hast du sowas schon mal gesehen? Burn, Baby. Ja, der Hammer. Und ihr könnt euch natürlich beteiligen, indem ihr einfach mal hier oben auf Top-Themen geht. Und da haben die schlauesten Köpfe der Redaktion sich mal hingesetzt und ihre Lieblingsspiele zusammengeschrieben. Zum Beispiel Captain Koskis Lieblingsgames oder Collins Top-Games oder Dennis Lieblingsgames. Und da kann man dann einfach mal raufklicken und sich das durchlesen. Wir haben uns wirklich gestern Zeit genommen, 10 Seiten zu schreiben, die letzten 10 Jahre zusammenzufassen. Und hier steht zum Beispiel von RC Ameise, Half-Life 2 ist auch mein Lieblings-Ego-Shooter. Es stimmt einfach alles daran. Story, Technik, Schwierigkeitsgrad. Hab es gerade gestern wieder in 3 Tagen durchgezockt und konnte immer wieder mit dem Game anfangen. Es ist einfach geil. Genau. Yeah. Ja, Half-Life 2 zeigen wir jetzt nicht. War natürlich auch ein super Game in den letzten 10 Jahren. Ja, das stimmt. Aber dein persönliches auch 2003 war einfach der Typ auf Miami Vice getrimmt im GTA. Ja, super geil. Also GTA Vice City, ich habe es glaube ich nie wirklich durchgespielt, aber ich habe ohne Ende drin Zeit verbracht. Einfach irgendwie abends nach Hause gekommen, dass ich in den Wagen sitze und bin erstmal schön durch Vice City gecruised. Ich liebe dieses Spiel, aber das Flair ist cool, die Radiosender sind geil. Das ist echt Miami Vice Feeling pur. Ja, das Feeling bei dem Spiel, hast du recht, ist da sowas von groß geschrieben. Ich weiß nicht, wir waren da ja auch ein bisschen jünger. Weißt du noch, als der erste GTA-Teil rauskam, da konnte man sich da auch noch richtig cool reinversetzen, oder? Du meinst wirklich den allerersten GTA? Nee, den ersten, ich meine GTA 3 jetzt. Okay. Die zweite und erste war ja noch aus der isometrischen Perspektive von oben. Ja, die habe ich nie gespielt. Nee? Nee. Nicht? Überhaupt keinen Bezug zu gefunden. Nee, Banause! Ja, Mann, da hatte ich andere Dinge zu tun. Was hattest du denn in deinem Leben bis jetzt zu tun? Ja, keine Ahnung. Ja, das ist aber nicht so gut. Wenn ihr wisst, was Daniel bis dato in seinem Leben zu tun hat, ihr wisst, wo ihr es hinpostet. Ich habe euch gerade gezeigt. Wow! Ich hätte gerade Bayern die Polente gerannt. Du wolltest das böse Wort mit B sagen, ne? Polizei? Genau. Du meinst das Wort? 2003 habe ich aber wirklich eine ganze Menge gemacht. Da habe ich nämlich meinen Zivildienst angefangen. Am 3.3.03. Echt? Ja. Verrücktes Datum. Den ersten Tag hatte ich frei, weil es war Rosenmontag. Ja, cool. So fängt ein Zivildienst mal gediegen an, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich war im Krankenhaus. Hab ich mich auch. Achso, nee, ich hab da nicht gedient. Ich war nur die erste Woche im Krankenhaus, weil ich krank war. Ah, okay. Nee, du warst nicht mal im Krankenhaus, das garantiere ich dir. Nee, da hätte ich mich auch dran erinnert. Wenn ein Typ bitte. Ey, ich war fürs Essen zuständig, da ist keiner verhungert in der Zeit. Achso, ja cool, da warst du ja der Coole noch im Krankenhaus. Ja, das war dann mit den angenehmen Arbeitszeiten. Nach dem Arbeiten habe ich mich dann zu Hause am Rechner gesetzt, den ich extra dafür hochgepimpt habe. Mhm. Ich habe mich eigentlich immer dagegen gewehrt, aber das musste sein, um GTA zu zocken. Ich war letztens vom Kollegen gehört, der hatte auch im Krankenhaus Zivildienst gemacht und der hat immer alle 2 Wochen Darmspülungstag. Und da konnte er immer die Eimer tragen, wo so, also da wird, also ihr wisst ja, was das ist. Und da wird wirklich sehr viel Flüssigkeit durchgespült. Naja, lass uns das Thema wechseln. Warum weißt du das? Weil das hat er mir gerade erzählt letztens. Okay. Grüße an Holger. Es war Holger aus der Redaktion. Der Arme. Stimmt, der hat mir aber auch so Horrorgeschichten erzählt. Ich will diesen Wagen nicht mehr, der ist ja total kaputt. Holger steht auf Fäkalien einfach, weißt du das? Holger, es tut uns leid, wir klären das später in der Redaktion mal. Is about looking down on others. Der Wagen hat ja so ein bisschen was von dem ominösen Gefährt, das es eigentlich nie gegeben hat, das auch bei Miami Vice verwendet wurde. Dieser komische Ferrari GT Spider California, den es nie gab. Den gab es nicht als Cabrio, der wurde nicht gefertigt. Das ist ein ganz billiges Repliken-Ding. Okay. Jeder. Ja, ist häufig so, dass bei manchen Serien Autos vorkommen, die es nicht gab, so wie bei Kit oder so. Der Testarossa war auch übrigens ein ganz billiges Replik, der den Käfermotor. Echt? Ja. Okay. Ja, die Musik ist auch echt super stylisch. Ich habe bis eben nicht mehr gewusst, dass dieses Spiel so ein bisschen nicht mehr up-to-date ist. Also dieser Treppchenbau, der ist schon echt übel. Ja, gut, oder? Das liegt jetzt aber daran, weil wir natürlich auf 1024x768 spielen. Das haben wir schon erst öfteren gesagt. Müssen wir machen, damit das bei euch die maximale Qualität auf dem Fernseher erreicht. Ja. Was war denn, wir hatten uns doch vorher mal ein bisschen Gedanken gemacht über das Jahr 2003. Ja, Knights of the Old Republic war natürlich ein riesiges Ding. Aber ich hatte ja auch gesagt, dass ich das Ding nicht gespielt hatte. Aber da waren dann natürlich so andere Sachen wie Vice City oder wie das Add-on zu Warcraft 3. Also ich weiß, als Warcraft 3 rauskam, die ersten diese beiden Jahre, haben wir auch wirklich nur Warcraft 3 gespielt. Ja, mein Bruder hat damit angefangen, hat mich dann irgendwann angesteckt. Ich habe es erst ein paar Jährchen später gespielt, weil ich fand es ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, sicher. War der Hammer. Aber 2003 war ja auch das Jahr, ne? Man muss es ja dazu sagen, es war das Jahr des Weichtiers, wie hieß es noch? Die Windelschnecke. Oder so. Wo kommst du denn jetzt her?
Wir hatten das vorhin mal gelesen. Ich fand das so Banane, die Windelschnecke. Ich würde gerne wissen. Ach so, Tier des Jahres wird ja mal. Das war das Weichtier des Jahres. Stimmt. Ah, das Weichtier des Jahres. Das war sogar das Weichtier des Jahres. Ich dachte, das wärst du gewesen. Nein. Nee? Ich war die Weichbirne des Jahres. Ah, guck mal, an die Stelle kann ich mich noch erinnern. Hier wohnt doch eigentlich so ein ganz, ganz großer Gangsterboss, für den du manchmal Sachen erledigst. Ja, den haben wir schon platt gemacht. Hast du schon platt gemacht? Ist ein super Speicherstand von dir? Nein, nicht wirklich super. Das ist eine Mission, wo ich. Die nächste Mission wäre, in ein Kaufhaus zu stürmen, wo ungefähr 15 Millionen Polizisten sind. Aber so ein bisschen ohne Auto-Action, was ist damit? Noch so ein bisschen aussteigen, genau. Und dann wieder actionmäßig. Was haben wir denn in der Tasche? Eine Kettensäge? Wir haben eine Kettensäge, wir haben die... Fäll mal die Palme. Die Palme, die kann man nicht fällen. Ja, das ist ganz lustig. Sie haben daran gedacht, dass man Menschen fällen kann, aber keine Palmen, ne? Kann man denn die Laternen einfach um... Ach, das ist keine Kettensäge. Das sah aus wie eine Kettensäge gerade. Ach, die Kettensäge habe ich auch, ja. Ich dachte, zum Beispiel die Chaingun. Ja, schafft ja gar nichts, ne? Was dachte sich denn Rockstar dabei? Was soll man denn mit einer Kettensäge machen sonst? Also, die steht ziemlich solide, die... Oh, Scheibenkleister, das ist der Polizist. Oh, oh, oh. Hallo, ich habe noch nicht mal einen Stern. Was will der von mir? Ich habe nur eine Laterne platt machen wollen. Ja, die sind gepanzert. Also du kannst jetzt tatsächlich hier im Fernsehen auch den auf die Polizisten schießen, weil das ist einkalkuliert. Wir haben ja Kevlar-Westen und Kevlar-Unterhosen. Ja, dann muss ich mal ganz kurz... Guck mal da, hast du rechts, da rechts sind Frauen mit Bikini. Oh, guck mal da, das ist alles voll. Disney-Cam aufgeschreckt. Aber wie? Und ganz viele... Fein hinterher. Wo sind die denn? Die sind aufgeschreckt wie junge Hühner. Wo sind sie hin? Wo sind... Ja, das war das Blöde bei GDA, ne? Wenn man sich einmal 360 Grad dreht, dann sind die Sachen manchmal weg. Halbnackten Freunde, sind die nur zwei? Ja, zeig noch mal ganz kurz, als Abschlussbild. Komm, du kannst doch ranzoomen so ein bisschen, oder? Nee, das ist schon... Nee, wenn du jetzt mit der Kamera rund... Ich zoome? Ja, das war früher wirklich... Oh. Ne, da war man ein bisschen jünger. Aber Ladies and Gentlemen, GTA 3, Vice City, jetzt geht's weiter im Programm. Yeah! Die besten Games. Highlights aus 10 Jahren Gaming. 2003, GTA Vice City. Am Giga-Geburtstag. Mit Kasi Groll. Mit Kasi Groll. Nils Bumhoff, ich grüße Sie. Schön, dass du da bist, Carsten. 10 Jahre Giga, das ist natürlich auch 10jahregiga.de, das muss man an der Stelle sagen, denn Giga ist zwar eine fantastische Fernsehsendung, aber eine noch fantastischere Webseite. Und bei uns auf der Geburtstagsseite kann man sich ja auch angucken, wie sich die Seite über die Jahre, über die Jahrzehnte kann man ja jetzt sagen, ja, über das Jahrzehnt, ne? Entwickelt hat. Und Stichwort Entwicklung. Da sind wir nicht an einem Ende angekommen. Nein, da sind wir nicht an einem Ende angekommen, Carly. Nee, da hast du recht, tatsächlich. Wir haben ja einen großen Relaunch gemacht. Also ich hole jetzt einfach mal aus. Ne? Deswegen, warte. Ja, warte doch mal ganz kurz. Auf Windows, jetzt wollte ich was sagen, ja, jetzt habe ich nicht. Spar dir das auf. Pass auf, dass die Worte noch nicht rausplatzen, denn wir wollen natürlich heute auch nochmal die Jahre ins Spiel bringen. 2007, 2008, das ist das, wo wir jetzt angelangt sind, nach einer langen Reise am Strang der Zeit entlang. Und das ist da unter anderem alles so passiert. Hat das Warten ein Ende. Neues Studio, neue Website seit wenigen Stunden online. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hab's schon gesagt, ich freue mich sehr. Es ist ein ganz besonderer Tag heute. Ha, das war's, ne? Schöne Zeit. Ja, ist ja schon und so es wird lange auch her. Das, vor allen Dingen das letzte Bild ist schon so ewig her. Ja. Ich habe gar nicht bemerkt, dass da so viele Leute waren, die im Hintergrund gewunken haben. Ne? Ja.
Aber jetzt lass uns über die Website reden. Wie erwähnt, die ist auch 10 Jahre alt. Die hat viele Höhen, viele Tiefen und vor allem viele verschiedene Designs und Funktionen und Features und so weiter durchgemacht. Du, das sollte man vielleicht für all jene sagen, die das gar nicht wissen, denn du bist ja auch gar nicht so oft vor der Kamera. Du bist quasi hauptverantwortlich für alles, was auf Giga.de passiert. Ja, also tatsächlich, was diese Strukturen angeht, könnte man mir schon einen Strick draus drehen, wenn ich sage, ich bin auch verantwortlich. Ja. Bin ich tatsächlich. Das heißt, jeder, der jetzt meckert, dass irgendwas langsam ist, kann er auch an mich loswerden. Ich würde jetzt auch einfach mal ausholen, was wir jetzt wirklich zum Geburtstag gemacht haben. Wir haben uns gedacht, die Stärken von Giga sind ja eigentlich die Community. Also klar, eine Gaming-Webseite, das ist schön und gut und wir sind auch ein cooles Produkt, aber wir wären es halt nicht ohne die Community. Und jetzt haben wir uns überlegt, wie können wir die Community im Web noch stärker integrieren. Wir haben das angefangen mit den User-News, was auch unglaublich gut angekommen ist, was auch immer noch unglaublich gut gemacht wird, und haben uns dann überlegt, wie können wir den Leuten was an die Hand geben. Und was häufig mal kritisiert wird, ist, dass man zu spät erfährt, wenn wir irgendwas machen, oder dass man die Sachen überhaupt nicht mitkriegt. Und da haben wir uns gedacht, führen wir was ein, was man jetzt auch schon unten bei mir auf dem Monitor sieht. Das nennen wir liebevoll die Psi-Leiste, die persönliche Statusinformation. Das Wording kommt von Thomas Hacker an dieser Stelle. Danke, Thomas. Was ist das genau? Und zwar ist das eine Möglichkeit, dass ihr euch in eurem Profil, ich zeige das mal bei mir, mein Profil, habt ihr jetzt hier den Menüpunkt Mein Giga. Der ist heute neu dazugekommen. Wenn ihr da drauf geht, dann könnt ihr hier Interessen festlegen. Ja, ich mache das jetzt mal. Ich habe das jetzt mal rückgängig gemacht, damit man sieht, wie die Seite aussieht, wenn die Interessen noch nicht festgelegt sind. Jetzt bin ich auf dieser Interessenseite und da sage ich jetzt, was interessiert mich? Mich interessiert, sage ich jetzt mal, Duke Nukem. Jetzt gucke ich mal. Warte, da hat das gerade schon. Duke Nukem Forever interessiert mich und mich interessiert tendenziell alles, was mit Shootern zu tun hat. Nicht mit Schotter, mit Shootern. Mit Schotter aber auch. Mit Schotter aber auch, speziell bei mir. So, Shooter auch noch. Speichern. Jetzt sehe ich hier oben schon Duke Nukem Forever und Shooter. Und was? Shooter. Und natürlich interessiert mich auch Giga The Show. So, speichern. Jetzt lädt er ein bisschen. Die Seite ist heute etwas langsamer. Tatsächlich der Antrag unglaublich groß ist auf die neuen Sachen. Wenn er jetzt hier geladen hat, wird später im Profil Content zu euren Interessen gezeigt. Also wenn sich bei uns auf der Seite was Neues tut, zum Beispiel wir haben eine neue News zu Duke Nukem oder zu irgendeinem Shooter, dann wird die direkt in meinem Profil angezeigt, weil ich die Filter so eingestellt habe, dass automatisch wie so ein RSS-Feed. Von der Struktur her, von der Überlegung her, wären wie ein RSS-Reader. Nur beim RSS-Reader kannst du meistens ja nur sagen, mich interessieren PC-News oder Konsolen-News. Hier kannst du ja wirklich sagen, weil das sind die Tags, mit denen die Artikel anlegen. Das heißt, alles, wozu wir Sachen schreiben, gibt es auch Text zu. Das heißt, du kannst aus über knapp 3000 Stichworten deine Interessen wirklich personalisieren. Also du könntest jetzt auch nur eingeben Nintendo DS, Far Cry und Zelda. Das würde ja kein RSS-Reader packen. Hier kannst du wirklich inhaltlich filtern. Und diese Informationen werden dann in dieser Psi-Leiste später angezeigt. Man sieht die jetzt schon in meinem Profil. Zeigt er mir die Sendungen an, die jetzt in absehbarer Zeit hier. Ich habe jetzt Giga The Show angegeben, klar, zeigt er mir jetzt Giga The Show an hier bei den einzelnen Punkten. Wenn ich jetzt Shooter angebe und der TV-Guide weiß, morgen machen wir Far Cry 2, würde ich hier stehen, morgen wird Far Cry 2 gemacht. Mhm. Ja? Hier stehen dann die News, die mich wirklich interessieren und die Top-Themen, die mich interessieren, also die Artikel, die wir zu den Sendungsthemen machen. Ja? Und hier habe ich schon eine Auswahl von den Videos, die wir zu den Themen da haben. Also Simulationsgames hatte ich angegeben, Call of Duty, World of War, das habe ich euch Shooter angegeben habe. Mhm. Ja? Und diese Sachen werden mir jetzt alle gezeigt. Die werden mir auch überall auf Giga gezeigt, weil ich diese Statusleiste habe. Das heißt, du surfst irgendwo auf Giga, chatte sonst irgendwas, bist im Forum und plötzlich ploppt unten eine dezente Nachricht auf, was auch noch nicht mal störend, und sagt, hey, neues Video ist online gegangen zum Thema Shooter. Das heißt, ich verpasse es einfach nicht mehr, also, oder? Okay, verstehe. Also sobald irgendwas Neues passiert und du bist sofort informiert. Genau, du wirst in Echtzeit darüber informiert. Du wirst auch über die Social-Elemente informiert. Eddie hat sich dein Profil angeguckt, wirst auch sofort informiert. Das heißt, ich werde automatisch auch quasi mit Leuten verknüpft, die dieselben Interessen wie ich teilen? Also wenn sich die Leute auf deinem Profil bereit gemacht haben, definitiv. Dann sehe ich jetzt, Nils hat sich mein Profil angeguckt, was hat Nils da gemacht? Klicke ich drauf, sehe ich sofort. Kann ich sofort kontaktieren oder ignorieren. Kann ich auch. Ne? Was aber dabei, wo wir uns gesagt haben, jetzt kannst du natürlich deine Videos, die hier anzeigen, das ist aber noch nicht so, wo du sagen kannst, hey, das ist richtig cool, da kann ich mich zurücklehnen und das genießen. Deswegen haben wir gedacht, machen wir noch eine Funktion rein, dass du dir wirklich quasi ähnlich wie dein eigener Programmchef werden kannst. Die Videos, die du cool findest, die packst du in deine Playlist rein. Ich mache jetzt einfach mal Playlist Fun, habe ich jetzt genannt. Kann ich natürlich jetzt jede Playlist nennen. Und
wenn die Seite jetzt zu Ende geladen hat, normalerweise ist die noch ein Tick schneller, das wird auch noch optimiert von den Programmierern, wird mir meine Playlist angezeigt. Die kann ich dann abspielen und da befinden sich dann wirklich alle Videos drin, die ich haben möchte. Und das werden, lass mich nicht lügen, locker mal 900 bis 1000 jetzt sein, die wir seit August 2008 jetzt hochstellen. Also da haben wir die letzten Nächte wirklich verteckt ohne Ende, dass die Dinger auch da sind. Ja, kannst du ja gerade mal vielleicht ganz kurz auch nochmal zeigen, das, genau. Das Videoarchiv. Genau, das kann ich auch jetzt hier in einem Rutsch machen. Hier ist jetzt meine Playlist. Jetzt sage ich weiter, zeig mir meine Playlist. Und in der Playlist habe ich dann wirklich meine Videos, die mich interessieren. Kann ich auch aus verschiedenen Designs wählen. Da werden auch noch welche dazukommen. Da werden wir auch der Community die Möglichkeit geben, eigene Designs zu machen. Ich habe jetzt hier Gaming-Design. Siehst du hier halt einen Rechner, Tastatur, Maus. Ich kann aber auch sagen, ich bin eher der Retro-Spieler. Zack, mache ich mir das Retro-Design. Oder ich bin so der IKEA-Einkäufer-Typ. Ich habe es eher schlicht und modern. Wo, das passt ja gar nicht zu IKEA. Mit meiner Bose-Anlage im Hintergrund kann ich auch haben. Da wird auch relativ viel kommen, dass du wirklich sagst, das ist mein Giga, das ist mein eigener kleiner Sender. Mhm. Wo du dann später auch wirklich nicht nur einzelne Clips zusammenpacken kannst, sondern auch Spots von uns, einzelne Trainer, dass du dir wirklich so ein 4-Stunden-Programm zusammenstellen kannst. Okay, jetzt habe ich mir zusammengestellt, ich mache mein Modern Design, lehne mich zurück und genieße einfach, was weiß ich, meine selbst zusammengestellte Giga-Sendung im Endeffekt. Ne? Also es gibt quasi, da gibt es natürlich richtig viele Features und wir haben für den heutigen Tag auch mal richtig viele Meinungen eingeholt, haben Leute mal zu Wort kommen lassen, die sonst nicht so oft zu Wort kommen vielleicht und das ist dabei rausgekommen. 10 Jahre Giga-Geburtstag, unser riesiges Jubiläum feiern wir heute hier in Köln und ich befinde mich gerade bei uns im Foyer des Giga-Gebäudes und hier sind so viele Menschen, ich kann sie schon gar nicht mehr zählen, aber ich möchte jetzt doch mal mich durch die Menge quetschen und ein paar Leute fragen, wie es ihnen heute so gefällt. Ich mache mal mit dir den Anfang. Was sagst du heute? Ja. Es ist in Ordnung, ist gut. Gefällt es dir gut? Ja. Ja? Frag ich mal direkt weiter. Wie gefällt es dir denn? Super, toll, ja. Also alle Erwartungen erfüllt? Doch, auf jeden Fall. Wenn der Nils gleich nochmal runterkommt, dann noch mehr. Dann wollen wir doch mal gucken, dass wir den Nils gleich noch finden. So, ich frage mal euch direkt weiter. Wie gefällt es euch heute? Super. Echt super gemacht. Ganz, ganz toll. Ich finde es auch eigentlich gut. Das mit der Aktion mit den Autogrammkarten fand ich auch eigentlich toll. Ja, sehr gut. Ich habe die Studiotour gerade gemacht und das war der Hammer. War einfach super. Genau, wir machen nämlich heute auch ganz viele Touren hier durchs Haus und da wird man immer schön beobachtet und vorgestellt. Sehr interessant. Wie gefällt es dir? Ganz toll. Alle Erwartungen erfüllt. Das hören wir gerne. Und bei euch? Wie sieht aus? Finde ich cool. Ist mal schön, dass man alles sehen kann und so. Ist auf jeden Fall interessant. Ja, Mann. Nicht lachen, antworten. Ja, mir gefällt das Mario Kart spielen. Ja, ich finde es auch gut, dass hier die Moderatoren sind, die man alle treffen kann. Ja. Hast du noch schon viele getroffen? Ja, also gesehen, Colin, Flo und so, Nils. Sehr gut, also verstecken sich die werten Kollegen nicht, sondern mischen sich auch unter das Getümmel. Wie gefällt es dir denn heute? Super geil. Das ist eine Antwort, die wollen wir hören. Und jetzt frage ich doch mal unseren sitzenden Kollegen hier unten. Ja, ist auf jeden Fall gut so. Also die Führung war auf jeden Fall klasse. Und ja, die Erwartungen sind auf jeden Fall erfüllt. Muss ich sagen. Nur positive Stimmen hier, das gefällt uns doch super. Ich frage mal direkt hier weiter. Wie gefällt es Ihnen denn heute? Na, ganz gut. Und dir? Ja, auch. Und bei euch? Jetzt hier nicht verstecken hinterm Schal. Das läuft alles super, ist ganz toll hier. Ja, man kann sich nicht beklagen, ne? Also hammergeil heute hier. Also ich habe es mir wirklich genauso vorgestellt, wie es heute ist. Hast du auch schon das Studio gesehen? Ja, also dass es so viel Aufwand ist, so eine Sendung zu produzieren, hätte ich nicht gedacht. Also schwer beeindruckt. Und du würdest auch nochmal wiederkommen, wenn wir nochmal einen Tag der offenen Tür machen, oder? Auf jeden Fall. Und selbst? Hammergeil. Giga, the future is you. Wow. So, einmal hier. Und noch nicht trinken? Wie gefällt's dir heute? Wunderbar, alles super. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebes Giga. Happy Birthday to you. Kuchen ausrüsten. Das ist doch mal ein kleiner Applaus wert, oder? Ja. Alles Gute, Giga. Ja, alles gut und auf weitere 100 Jahre. Ja, genau, auf weitere 100 Jahre und das wollen wir doch hoffen. Und in dem Sinne feiern wir jetzt noch ordentlich weiter und ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Nacht. Wow, das ist ja ein Umfrageergebnis, das kennt man sonst nur von Wahlen in Kenia so. Also das ist fantastisch.
Also den Leuten scheint es zu gefallen. Also ich habe unten wirklich nur Positives mitgekriegt. Die Leute waren echt happy drauf. Offensichtlich, ne? Das ist auch nicht gefaked. Also nee, das ist, die haben sich nicht bezahlt. Ja. Ne? Ganz kurz, weil... Du willst noch was zeigen? Ich will noch was zeigen. Ich mache es auch schnell. Wenn man jetzt auf meine Seite geht, beziehungsweise auf meinen Rechner, sieht man, dass ich auf dem Videoplayer bin. Und da haben wir wirklich einiges gemacht. Da kommt, der ist immer noch im Beta-Stadium. Also wir werden jetzt, lass mich nicht lügen, wir haben jetzt angefangen mit 900 Sendungen. Die werden wir jetzt zu Ende vertagen. Das heißt, wir werden Mitte der Woche, Ende der Woche so viele Videos wie möglich drauf haben. Also wirklich alle Late-Nights-Folgen, alle The Show-Folgen, alle PC-Sendungen. Und die haben wir dann später hier. Und was jetzt auch neu gekommen ist, wenn du auf Programm klickst, haben wir jetzt auch den Livestream tatsächlich hier drin. Und den haben wir nochmal mächtig aufgebohrt. Für normal, also für Free-User ist der halt einfach nur einen Tick schneller und einen Tick besser. Und für Premium-User haben wir nochmal 1,2 Mbit insgesamt drauf gemacht. Das heißt, die Qualität ist wirklich so, dass du dich zurücklegen kannst im Vollbild und sagen kannst, ich gucke jetzt mal einfach am Rechner das Ding mal an und das läuft auch wirklich raus. Da gibt es quasi alle Folgen seit dem Relaunch, alles was wir Im System, genau. Im System haben wir so schon, sind wirklich jetzt 990 insgesamt. Davon haben wir jetzt 300 verteckt. Das ist ein immenser Aufwand. Pro Video 5 Minuten. Ihr könnt euch ausrechnen, wie lange das dauert. Da sitzen aber 4 Mann wirklich dran und machen nichts weiter als vertaggen und online stellen. Und dann wird sich bestimmt mit Ende der Woche alles eingetroffen haben. Und ab dann ist es wirklich so, die Videos werden produziert. Wir senden live. 48 Stunden spätestens sind die dann auf der Webseite. Unglaublich. Also, du merkst, der Mann ist voll Leidenschaft für die Webseite. Es ist sein Job. Er sitzt den ganzen Tag da dran und versucht das Ding, muss man an der Stelle wirklich mal sagen, richtig geil zu machen, damit ihr was erleben könnt auf der Webseite. Also es ist nicht einfach irgendwie nur ein Verkaufsgespräch, weil letztendlich ist es ja kostenlos. Insofern ist es wirklich auch einfach, glaube ich, für dich die größte Genugtuung, wenn das Feedback aus der Community gut ist. Genau, da steckt wirklich eine Menge Herzblut hinter. Also von mir, von den Programmierern, von den Grafikerinnen. Das ist ja nicht einfach nur ein Job, den du machst. Du willst ja auch, dass man es cool findet. So, das heißt, selbst wenn man es nicht cool findet, Kritik immer gern gesehen, immer dann meinetwegen im Forum, da gibt es Genugtuungen dazu, da nehmen wir auch alle Stellung. Die liest du auch, ne? Das, so muss das sein, die hart arbeiten. Also in dem Fall war weiter. Wir machen jetzt weiter natürlich mit dem Jahr 2004 und Halo, wer könnte da besser geeignet sein als Simon Kretschmer als Gastmoderator, dann noch Fahrenheit für PC, für Bastard, wir sehen uns später bei Bastard. Bis gleich! Die besten Games. Highlights aus 10 Jahren Gaming. 2004, Halo 2. Ja, 2004 ist unsere Zeitreise, beziehungsweise unser Zeitmobil ist quasi gelandet und wir sind ausgestiegen und was steht vor der Tür? Halo 2 und nicht nur Halo 2, sondern auch einer der größten Befürworter dieser Bungie-Serie. Simon Kretschmer hier, was für eine Ehre für mich, mit ihm zusammen im Konsolenbereich zu sitzen. Ich darf über Halo reden. Das hat mich schon immer gefreut. Fantastisch. Weißt du, was wir damals bei GeeGames gemacht haben? Und zwar fand ich die Musik. Und da wirst du, selbst wenn du Halo nicht so, wie du gerade gesagt hast, nicht so gern magst, wirst du wahrscheinlich mir da zustimmen. Die Musik im Hauptmenü war einfach schön. Ich meine, die Halo-Musik ist ja eh toll. Und wenn man die laufen gelassen hat, dann ging es halt so und ging nochmal runter und hoch. Und wir haben damals irgendwie... Ja, das ist jetzt aber die falsche, aber trotzdem. Und wir haben auf der Wall haben wir es ablaufen lassen. Und ich hatte, glaube ich, einen Anzug an und so einen Dirigentenstab. Und es war so, wirklich, wir haben das wirklich zelebriert. Wir haben, glaube ich, 5 Minuten nur diese Musik laufen lassen. Und mindestens einer hat auch geweint, ne? Also ich habe ein bisschen geweint, ja. Ich habe mich tatsächlich sehr auf den zweiten gefreut. Und ich war mit dem zweiten auch überraschend zufrieden. Es ist ja dann oft so, das Original wird halt eh nie erreicht. Für die damalige Zeit in Relation, finde ich, schwer. So Half-Life 2, wo wir es gerade hier sehen, schafft es vielleicht. Dass es ähnlich gut ist und ähnlich neu und originell, obwohl es halt der zweite Teil ist. Aber bei Halo, also der dritte war ja dann nicht mehr so gut, fand ich. Also der war cool, aber er war nicht mehr so gut wie der zweite zum Beispiel. Ja, aber bei Halo ist für mich auch heute noch sehr viel Luft nach oben. Ja. Aber egal. Vielleicht du hast dich nur nie damit befasst. Das ist nicht wahr. Ich habe mich durchgequält durch den zweiten Teil. Es ist doch saugeil, dass dieser Master Chief, ich habe tatsächlich auch die Bücher gelesen, die alle ich sag mal so, es gibt das erste Buch und das ist ganz cool und alles danach ist Stuhl. Aber das erste ist richtig gut, weil da wird auch erzählt, wie dieser fucking Master Chief funktioniert. Das ist halt einfach ein Panzer. Das ist ein kompletter, als Panzer designter Rüstungsansatz und der wird dann aber beschrieben, wie er mit 80 km/h plötzlich... Du musst dir das halt vorstellen, wie das in einem Anime aussehen würde heutzutage, ja? Halt im Spiel, kommt das natürlich nicht so rüber, gerade aus der Ego-Perspektive. Aber das ist ein krasser Panzer auf zwei Beinen, der einfach alles niedermäht. Ich überlege auch gerade, inwieweit das Spiel besser macht. Aber es macht doch im Hinterkopf, also es gibt ja auch genug Filme, die durch so Backstage-Infos und Material plötzlich an Wert gewinnen. Und bei Halo war das bei mir auf jeden Fall so ein Ding, dass ich schon das Universum dahinter ziemlich cool finde. Ich mag die Gegner, die Aliens, die halt auch so ein bisschen sind wie, ja, die Protoss oder so aus StarCraft, so etwas edleres und cooleres Volk eigentlich als die Menschen.
Und ich mag das alles sehr. Also es ist ein gutes Setting. Ob einem jetzt, du kannst auch nicht bestreiten, dass ja Halo schon ein bisschen was etabliert hat. Also überhaupt Granaten, Gott behüte. Ich bin ja einer derjenigen, der immer sich quasi zum Abschluss freigibt, wenn er sagt, dass er Halo jetzt nicht ganz so genial findet, Ich finde Timesplit das absolut überhyped und lächerlich. Ja, ich hasse das. Das ist aber jetzt auch. Nee, das ist aber ähnlich. Also da gibt es auch ganz viele, die dann sagen, was, du hast ja nicht die geringste Ahnung. Ja, also, der Multiplayer-Modus von Timesplit ist halt super. Ja, finde ich halt nicht. Party, sehr, sehr partytauglich. Also dahingehend, glaube ich, auch partytauglicher als Halo. Ja, das ist Sport ja auch. Ja, genau. Aber ich glaube, das ist so, ne? In Halo kann man halt noch viel tiefer eindringen in diese, ja, wie soll man sagen, auf dem Weg zur WCG, Weltelite. Ja. Das bietet halt unglaublich viel Tiefe. Auch wenn ich, ja, mechanische Möglichkeiten. Du hast vollkommen recht. Das hat, finde ich, es ist sehr für den Multiplayer-Modus immer mehr gemacht worden. Man merkt schon irgendwie, finde ich auch schade, dass beim dritten so die Story, zwar, klar, wir brauchen eine tolle, opulente Story und alles, aber es wurde schon vernachlässigt, weil man sich mehr um den Multiplayer-Modus, glaube ich, Gedanken gemacht hat. Aber mittlerweile finde ich, Battlefield Bad Company, was den reinen Multiplayer-Modus, das ganze Setting angeht, auf jeden Fall Nummer 1, so muss ich sagen, auf Xbox Live. Da gibt's nichts Besseres. Es ist Battlefield, was schon immer genial war, mit zerstörbaren Umgebungen. Und das zeigt im Grunde, wie Halo 3 hätte sein können, im Nachhinein. Also ich kann Halo 3 nicht mehr spielen. Seitdem ich Battlefield angespielt habe, hänge ich da dran, online. Bin ich mal gespannt, wie sich jetzt gleich Halo 2 natürlich in der Retrospektive hier live geben wird. Ob deine Erinnerungen immer noch zählen oder ob sie vielleicht einfach nur... Ja, wir reden eh schon wieder zu viel. Das ist ganz schlimm, ja. Kurz Werbung und gleich machen wir dann noch ein bisschen Rückschau. Es gab ja noch andere Spiele in dem Jahr. Wir kommen gar nicht ins Spiel, das tut mir leid. Ich meine, ist ja deine heilige Kuh, die hier nicht zum Markt gebracht wird. Ja, es tut mir leid. Okay, kurz Werbung und gleich geht's dann hier weiter. Guckt euch auf YouTube an. Oh, hallo. Ich darf nichts sagen, ich bin ja nur der Praktikant, aber... Alles Gute zum Geburtstag. Highlights aus 10 Jahren Gaming. 2004, Halo 2. Halo 2, ein Highlight, das ich noch beweisen muss, denn hier sitzen zwei Menschen, die nicht ganz einig sind, was die Qualitäten anbelangt. Wir machen genau das, was du gerade gemacht hast. Ein Riss, nämlich Splitscreen. Oh. Springen wir mal rein. Wir sind nämlich gerade in einem Halo Delta ist der Level, glaube ich. Ja, Halo Delta, mein Lieblingsintro, weil die Helljumper da zum ersten Mal zum Einsatz kommen. Und die sind halt einfach mal die coolsten Säcke der fucking Welt. Die setzen sich in dieses Metallgerüst und schießen sich einfach mal auf den Boden. Also kannst du auch nicht callen. Nee, okay, 1-0 für dich. 1-0 für mich und Halo. Und das Coole ist, das sind auch die etwas krasseren Soldaten. Alle Halo-Soldaten sind ja... Ich sag mal so, Klappspaten. Aber die sind ein bisschen besser. Also die halten auch ein bisschen was aus. Mit denen kannst du auch rumlaufen. Die verrecken nicht gleich. Ja, nee, ich sehe schon. Ich kann dich nicht. Nee, du bist. Nee, okay, ich bin ruhig vor allen Dingen. Okay, genau. Du, ich auch. I don't care if I have the clearance or not. Yes, ma'am. Where's our target? The enemy ship has stopped above the ring, ma'am. We're going to pass right over it. Perfect. Given what we know about this ring, it's even more important that we capture the Prophet of Regret. Find out why he came to Earth. Why he came here. Chief, take first platoon. Hard drop. Secure landing zone. Sergeant, load up Yes. the flight of power and follow them in. Aye, aye, ma'am. Until I can move and fight, I'm going to keep a low profile. Once you leave the ship, you're on your own. Understood. Over the target in 5. Hang on to your helmet. Schöne Einstellung, oder? Überhaupt keine Frage. Diese Epik kommt schon rüber. Vor allem, was sollen das für Fallschirme sein? Hast du die gesehen? Ja, ja, das... Das ist doch lächerlich. Und dann hören sie einen Kilometer vorher wieder auf. Ja, aber dafür wird ja auch der Gegen, ne? Oh, guck mal, hier ist gerade das Alien-Picknick. Ja, die sind halt schon so, ja, die sind so wie in Episode 1, 2 und 3, so R2-D2 sind die so die Comedian, die eher schlechten Comedian-Aliens. Wookie! Ich meine, inszenatorisch kann man da ja auch gar nichts sagen. Das ist ja, ja, aber das macht ja Halo so groß. Ja, aber das ist... Also Halo ist ganz sicher nicht so groß, weil die Level so unglaublich toll aussehen. Oder also Halo hatte immer mittelmäßige bis gute Grafik, aber nicht beeindruckende Grafik. Ich finde, man redet ja oft über diese 5 Minuten Halo, die immer wieder Spaß machen. Ja. Also Halo ist ja dann immer sehr repetitiv und alles, aber eben...
machen den meisten Leuten, sage ich jetzt mal, um dich auszuschließen, diese 5 Minuten halt immer wieder Spaß. Ich meine, ey, ich nehme den Typen, ja, werfe eine Granate, er schreit, fliegt weg und wird von der anderen hochkatapultiert. Das sind so diese, wie in Battlefield, so Momente, die so einfach lustig sind, weil du sie nicht vorhersehen kannst und weil sie ständig passieren. Ja, da hast du vollkommen recht, aber letztendlich ist für mich dann doch heutzutage wirklich motivierender für eine Singleplayer-Kampagne einfach ein spannender, abwechslungsreich gestalteter Singleplayer-Modus. Und das ist halt sowas, in diesem Bereich konnte Halo für mich nie trumpfen. Ja, aber also, dann die Gretchenfrage, was war denn besser? Also was, außer jetzt Call of Duty, was ja einfach für sich steht, sag ich mal. Ja. Was war denn ähnlich so? Du meinst es im Ego-Shooter-Bereich? Ja, so im Sci-Fi-Ego-Shooter-Bereich. Also Resistance würde ich jetzt zum Beispiel auch noch dazu zählen. Also ich muss ja ganz, gut, wir haben das Ganze natürlich schon sehr, sehr eingeschränkt mit Science-Fiction-Shooter-Bereich und allem. Ganz ehrlich, ich hab danach irgendwann nochmal Medal of Honor Light Assault gespielt. Nee, das war nochmal der, ach Gott, der spätere Teil. Sag einfach die Nummer, 1, 2, 3, 4 oder welche? Nee, das war, 3 war ja Frontlines und dann kam Rising Sun, der miese, also ich rede nur von den Konsolen-Episoden. Und dann kam European Assault, glaube ich. Ah, European Assault, ja, der war richtig gut. Weil er für meinen Geschmack auch spielerisch viel mehr Abwechslung geboten hat. Und Halo ist sowas im schönen Gewand, im schönen Story-Universum, alles unglaublich episch angelegt. Teilweise unfassbar dünne Level. Also dieses schlauchförmige, bei A rein, ballern 20 Minuten und dann bei Teil B wieder raus. Du hast vollkommen recht, und das im nächsten Raum auch noch. Die Jungs sind wirklich faule Schweine. Also das kann man anders nicht sagen. Die Bungie-Jungs sind echt faule Säcke. Die ruhen sich schon sehr auf dem Erfolg und auf der Figur des Master Chiefs an sich aus. Und auch auf dem ersten Teil. Also die Level sind wirklich schön manchmal, aber dann gehen sie einem sehr schnell auf den Sack. Also das ist tatsächlich so. Ich will aber auch jetzt, bevor jetzt hier der Eindruck entsteht, ich gehe dir mal nach, wir reden ja von Meckern auf höchstem Niveau. Ja, ich bin ja wirklich Fan, aber ich sehe Probleme auch. Also du hast schon recht, aber es gibt halt Spiele, bei denen, ignoriert man das dann, weil andere Sachen eben für einen selbst dann vielleicht sehr herausstechend sind und wichtiger sind. Ja, ja, ganz klar. Allein der Spaß, den ich hier im Multiplayer-Modus hatte, das ist einfach mit keinem Spiel vergleichbar. Also außer jetzt, wie gesagt, bei Halo 3 mit Bad Company. Nee, du hast auch vollkommen, ich will auch gar nicht darüber jetzt weiter groß jammern, weil Halo macht auf der anderen Seite ja so unglaublich viel richtig. Ich meine, es hat ja wirklich Multiplayer im Konsolenbereich absolut salonfähig gemacht. Sowohl von der Varianz, von der Funktionalität her, als auch von der Community. Und die Steuerung zum Beispiel, es fühlt sich immer noch so unglaublich gut an. Ja, es funktioniert also tatsächlich überraschend gut, auch wenn ich diesen Splitscreen so immer gehasst habe. Ja, weil also man ist heutzutage keine Splitscreens einfach mehr gewöhnt, finde ich. Es wirkt immer ganz komisch, man will es gar nicht mehr haben, obwohl es früher kein Problem war, zu viert zu spielen. Mhm. Ich weiß noch, wie ich Halo ohne Ende zu viert gespielt habe. Heutzutage ergibt sich das nicht mehr, weil keiner mehr Bock hat, auf so einem kleinen Bildschirm zu zocken. Komisch, wie sich so die Zockergewohnheiten einfach ändern. Ja, aber ich finde Splitscreen immer noch geil. Also wenn gerade Beamer und so, das ist ja mittlerweile was viele Menschen zu Hause haben. Habe ich auch gehört, kann man schon richtig viel Spaß. Ich finde es cool. Also es ist für mich immer noch eine tolle Sache. Und natürlich Halo 2, deswegen, um das nochmal hier abrunden zu würdigen, ist schon so eins der ultimativen Konsolenspiele, glaube ich. Und damit müssen wir auch schon quasi zum Ende kommen. Zumindest was das war schon wieder. Ja, die Zeit geht ja wahnsinnig schnell weg. Hat Millionen verkauft, unfassbar viele Fans weltweit. Und ob es besser oder schlechter ist als jetzt der dritte Teil, kann man, glaube ich, auch drüber diskutieren. Auf jeden Fall, glaube ich, ein Spiel, an dem man als ambitionierter Konsolenspieler aber gar nicht vorbeikommt. Genau, man sollte auf jeden Fall eine eigene Meinung dazu sich bilden können, indem man es mal gespielt hat. Ja, und deswegen gehen wir jetzt ab ins Funkhaus. Ich weiß gar nicht, was passiert, aber es wird garantiert genial. Die besten Games. Highlights aus 10 Jahren Gaming. 2004, Halo 2. 2005, Fahrenheit. Hallihallo und willkommen jetzt wieder im PC-Bereich mit Captain Kowski und meiner Wenigkeit. Yep. Und du zockst gleich ein Spiel aus dem Jahre 2005 vor. Wir verraten aber, glaube ich, noch nicht welches, oder? Nee, das können wir noch ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Ja, wie wäre es, wenn wir einfach mal gucken, was ist denn sonst noch im Jahre 2005 passiert? Und lass uns da doch mal, was habe ich denn jetzt für eine Taste gedrückt hier? Ah, jetzt geht's. Eine Sekunde. Ah, da haben wir es. Spiel Nummer 1, was 2005 rauskam, was eigentlich jeder liebt, für die PlayStation exklusiv. God of War habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Auch den Gott-Modus oder diesen höchsten Schwierigkeitsgrad, da bin ich gnadenlos dran gescheitert, weil du halt bei 2 Schlägen sofort drauf gehst. Ich weiß noch, wie ich tatsächlich aus der Puste war vom Spielen, weil du warst am konzentrierten Drücken und auf die Knöpfe hämmern. God of War war und allein der Einstieg, ich meine, phänomenal mit diesem fetten
Unwesenmonster. Also es war, ich kann mich gar nicht mehr genau dran erinnern. Ich weiß nur, Mythologie, Griechenland und Co. Ja. Ach ja, genau, diese riesige Seemonster. Naja, das war halt super geil, du hast recht. Außerdem, Metal Gear Solid 3 Subsistence, das habe ich selber jetzt nicht gespielt. Doch, ich habe es durchgespielt, fand ich großartig. Vor allen Dingen, das Gute ist ja bei Subsistence, dass sie endlich die Kamera behoben haben. Und das war jetzt nicht mehr so von oben so fest, sondern so wie bei Metal Gear 4 konntest du dann halt so frei bewegen. Und das war mehr Third-Person-mäßig. Sehr gut. Ich mochte Metal Gear noch nie. Aber dafür finde ich Splinter Cell ganz cool. Bei mir ist das genau umgekehrt. Also ich kann Splinter Cell, ich mag Sandfish einfach nicht. Der Carsten Groll, unser Chief of the Internet, der ist ja auch ganz großer Splinter Cell-Fan. Ja, Sam Fisher kackt sowas von ab gegen Solid Snake, klar. Schauen wir mal, was wir noch haben. Wir haben Ninja Gaiden Black. Und Ninja Gaiden ist eigentlich auch ein Ding für sich. Eigentlich ultra blutig und ultra brutal. Aber ich muss zugeben, ich stehe da drauf. Ich reiz das nicht so. Nee? Nee? Schauen wir mal, ob dich das reizt. Resident Evil 4 war ja eigentlich, oh, der Hammer. Ja, habe ich nie gespielt. Hast du nicht gespielt? Ich nicht gespielt. Captain Kowski, wir müssen nochmal über deine Personalie reden. Wer Resident Evil 4 nicht gespielt hat, der kann sich Shelter abholen. Nicht nur von mir, sondern auch von Herrn Colin Gebel. Der kann euch da, glaube ich, auch noch mal ein bisschen was von erzählen. Ich schäme mich auch. Und ansonsten haben wir natürlich San Andreas. Dafür habe ich meine Silvesterparty sausen lassen. Wie, echt? Ja, ich habe Silvester lieber gerade GTA gespielt. Ja, die Ghetto-Version von Grand Theft Auto. Und Guitar Hero kam auch dieses Jahr raus. Hat so ein bisschen eigentlich auch das Leben vieler Menschen, glaube ich, verändert in den letzten Jahren. Das definitiv. Ich kann mich erinnern, dass ich direkt nach den Abiturprüfungen mir das Spiel gekauft habe und dann erstmal nichts anderes gemacht habe. Ja, es war auch einfach genial. Was noch genial ist, ist das Spiel, das wir gleich zeigen. Nämlich ein Spiel war in diesem Jahr doch, es war super geil, aber auch mehr der Geheimtipp. Aber es kommt bald ein zweiter Teil. Und der ist Heavy Rain. Deswegen wisst ihr ganz genau, wir zeigen gleich eine Runde Fahrenheit. Kowski spielt. Also dranbleiben, bis gleich. Zehn Jahre Giga, ganz schön lange Zeit. Herzlichen Glückwunsch von mir. Games. Highlights aus 10 Jahren Gaming. 2005. Fahrenheit. Fahrenheit, ganz genau. Ist schon so ein Geheimtipp, ne? Das definitiv, obwohl am Anfang wurde das Spiel ja auch ordentlich gehypt. Gehypt? Wer hat es denn gehypt? Ja, also mehrere Medienportale. Unter anderem schrieb ja auch der Spiegel, dass Fahrenheit zu den wichtigsten Spielen unserer Zeit gehören würde. Ja, aber der Spiegel, also dass der eine Kompetenz in Gaming ist, wäre mir neu. Das ist mir ziemlich scheißegal, was der Spiegel über Videospiele sagt, oder? Ja, aber generell, Spiegel hat ja schon so einen Namen, ne? Also man spielt. Ja, Herr Springer, der war nicht so beliebt damals. Aber wir können ja mal kurz gucken, was passiert bei Fahrenheit, denn es ist schon sehr, sehr wichtig. Ja. Und es ist sehr gruselig. Und ich spiele ein PC-Spiel. Aber wie gesagt, wir fangen jetzt relativ am Anfang an. Lucas Kane, der Protagonist des Spiels, hat gerade in Trance einen Mord begangen. Und wir müssen natürlich handeln. Er ist total perplex, aber wir starten jetzt einfach mal. Ich drücke die linke Maustaste und gehe nach unten. Das ist halt so ein bisschen alles, kann man sagen, bewegungssensitiv. Ich muss jetzt mit den Pfeiltasten ganz schnell abwechselnd drücken, damit ich den dahin schleppe und dann nochmal linke Maustaste gedrückt halten und nach rechts, damit ich den ablegen kann. Mhm. Dann steigert sich auch ein bisschen meine Stimmung. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Wenn man zu depressiv wird, dann hat man sich irgendwann selbst umgebracht und das will man natürlich nicht. Wirklich? Ja. Meine Güte. Und was muss man noch machen? Klar, am besten hier noch das Blut wegwischen, schnappen wir uns mal. Im Grunde ist es halt so ein Krimi, so ein interaktiver Film, ne? Genau. Das muss ich immer abwechselnd oben und unten drücken, damit das schön wegkommt. Und man spielt ja nicht nur Lucas Kane, sondern auch die Ermittler. Unter anderem, ich glaube, Carla Valenti hieß die eine und so ein Kollegen. Und dann muss man halt... Da lag gerade noch ein Messer auf dem Boden, oder? Ja, ich guck mal wo. Ich guck mal. Da. So. Das mit dem Messer? Das muss ich loswerden. Also, man hat ja eigentlich immer die freie Wahl, aber es gab halt immer so ein paar Stellen, die man nicht beeinflussen konnte. Zum Beispiel weiß ich jetzt nicht, wo Lucas Kane das Messer hinpackt. Das ist halt schon so, damit, wenn man gleich mit den beiden Kommissaren da reingeht, damit da noch ein bisschen Schwierigkeit ist. Was kann man noch machen? Ja, vielleicht mal die Hände waschen. Okay, das geht nicht. Dann nehmen wir den anderen.
Das ist jetzt gerade am Anfang. Ne? Er war einfach in Trance. Auf einmal sah er diese Leiche, erinnert sich so halb. Und man weiß einfach nicht, wie dieser Typ, ist er jetzt schizophren, hat er zwei Persönlichkeiten? Und das, glaube ich, der Sinn des Spiels, so herauszufinden, was ist da jetzt passiert? War ich das wirklich? Ich bin gar kein Mörder eigentlich, aber dieses Prinzip kennt man manchmal. Ja, das stimmt. Wobei, im weiteren Spielverlauf, also gerade gegen Ende, nimmt das noch recht Science-Fiction-mäßige Züge an. Also wird abstrakt dann? Ja. Jetzt haben wir waren natürlich hier vorher essen. Wir können jetzt einfach wegrennen, aber dann merkt sich die gute Frau das. Wir können jetzt einfach wieder zu unserem Platz gehen. Dann gucken wir, gut, bezahlen wir besser mal die Rechnung. Genau, weil wenn man nicht bezahlt, dann hat das später Einfluss, ne? Ja, das stimmt. Dann erinnert sich die Person daran. Wenn der Polizist sie nämlich fragt, ob hier irgendwas Auffälliges war. Ja. Und dann erinnert sie sich, ah ja, da war dieser Typ, der nicht bezahlt hat. Also wir können jetzt auch entscheiden, ob wir vorne lang rausgehen oder es gibt noch einen anderen Weg, und zwar hinten. Was soll man machen? Ja, hinten, ich weiß nicht. Normalerweise, wenn man hinten rausgeht, geht der Alarm los, oder? Probieren wir's, oder ja, gehen wir vorne? Ja, komm, wir gehen hinten raus. Okay. Wunderbar, inkonsequent. Oh, alles klar. So, jetzt müssen wir schnell... Ups, jetzt habe ich... Müssen wir schnell wegrennen. Jetzt kommt ja, genau. Ah, da hinten ist schon eine U-Bahn, da können wir hinlaufen. Und jetzt siehst du diese Kamerafahrt rechts. Das ist wirklich, ne, zu Recht, interaktiver Film auch genannt. Ja, und hier siehst du, meine Stimmung bessert sich ein bisschen, ich bin nur noch angespannt. Aber halt noch so ein fieser Möb, so ein Obdachloser. Und jetzt kommt der Polizist, möchte eigentlich nur sein Geschäft verrichten. Und hättest du das Messer jetzt liegen gelassen, wer hätte das natürlich Einfluss genommen, genau, ne? Und hätte ich das Blut da gelassen, hätte das auch gesehen. Und ja. Aber er sieht es ja trotzdem jetzt, obwohl du alles gemacht hast, oder? Das sind dann halt so kleine Inkonsequenzen. Ah, ja. Niemand verlässt das Lokal. Es wurde gerade ein Verbrechen begangen. Sehr gute deutsche Synchro. Bitte bewahren Sie die Ruhe und warten Sie hier, bis die Polizei eintrifft und Ihre Papiere... Ja, das meinst du nicht ernst, glaube ich? Nee, das ist leicht sarkastisch. Ja. Also, die Englische ist deutlich besser. So, jetzt geht's praktisch von vorne los. Nur wir spielen halt mit den beiden Ermittlern. Und das war halt was ganz Neues. Das kannte man nicht da tun, auch gar nicht. Das ist das Gameplay-Prinzip, ja, dieses Interaktive, das ist schon sehr, sehr cool. Das Lustige ist, es gibt ja bald einen zweiten Teil von dem Ganzen. Ja, was heißt zweiter Teil? Das ist von den gleichen Entwicklern und geht so in die Schiene. Also würde ich jetzt so sagen. Ja, genau. Quantic Dreams heißen die Jungs. Und das wird aber auch schon recht spannend erwartet, wird exklusiv für die PlayStation 3 rauskommen. Vor allen Dingen ist das schon eine ganze Zeit lang in Entwicklung. Ich glaube, der erste Trailer war kam der 2006? 2005, glaube ich sogar. Das war E3 2005. Wir können euch mal den aktuellsten Trailer zeigen von Heavy Rain. Ein Spiel, was wirklich interessant aussieht. Schaut euch das Ganze mal an. Soll 2009 exklusiv für die PlayStation 3 erscheinen. Tuesday, November 3rd, 4:15 p.m. Ja, das genau soll es sein. Und eigentlich Heavy Rain, ja, ganz groß bekannt für diese Mimiken, für das Motion Capturing, für Ausdruck und Gesichter. Vor allen Dingen ist auch wieder interessant, man hat wieder richtig viele Freiheiten. Du kannst, wir haben ja gerade den Trailer gesehen und diese Level wurde auch gezeigt auf irgendeiner Convention, ich weiß nicht mehr welche. Aber man hat halt verschiedene Möglichkeiten. Wenn der Typ reinkommt, kannst du okay sofort fliehen oder guckst noch weiter, dann wirst du entweder erkannt, ja, wenn ja. du stirbst, dann ist das Spiel nicht vorbei, sondern du steuerst halt einen anderen Spieler. Richtig, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ich find's cool, wir haben jetzt so ziemlich alle Jahre durch, ja. oder insgesamt, ja, die wichtigsten Jahre haben wir durch, haben wir euch heute Abend präsentiert. Das war am Ende nochmal ein Ausblick auf 2009, aufs nächste Jahr, denn wir versprechen euch, da sind wir auch noch da. Aber die große Geburtstagsparty ist noch nicht vorbei. Ja. Wir feiern noch ein bisschen, weiter geht's.
Die besten Games. Highlights aus 10 Jahren Gaming. 2005. Fahrenheit. Grüezi noch einmal, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde unseres wahnsinnigen Specials des gigantischen Mega-Quizzes, wo es einfach nur darum geht, wer von uns weiß eigentlich am meisten über unsere Historie. Ist es Etienne Gade, ist es Colin Gerbel, der Nils von Bödefeld oder Budimann? Ich gewinne. Ich denke auch, du hast große Chancen. Du weißt zumindest die alten Fragen. Wir haben da wieder einige von Michael Schieber vorbereitete Fragen. Eddie, wie lange schaffst du es, die Luft anzuhalten? Ist das die erste Frage? Schon seit einer Stunde. Ja, lass uns doch einfach mal loslegen, oder? Ich wollte schon wieder. Ihr seid noch am Outfits wählen, Jungs. Das come on! Ich war das. Feinen Fummel habe ich das kann ich jetzt nicht sehen. Von sich geben. Wählen Sie mit den farbigen Tasten. Wer hat denn schon den Affen geklaut? Ihre Wahl. Ich glaube, es ist relativ wurscht, welche Stimme. Oh, Nils, ey, wir wollten beide das Rülpsen nehmen. Ja, aber ich bin ja wohl King of Rülps. Das bedeutet ja. Vielleicht für die Zuschauer von links nach rechts deutlich erkennbar, ganz links. Der mit der Muskelmasse kann nur einer sein. Das ist Etienne Gade, dann haben wir Colin Gäbel als dritten Spieler, Nils, und ganz hinten die junge Dame, das ist Buddy, warum auch immer. Wir machen noch ein kleines bisschen Werbung, also wirklich ganz kurz, und dann haut ihr euch hier die Rübe ein und ne? Ja. Läuft. Was? 10 Jahre Giga? Happy Birthday to you! So, wir klugen Füchse haben natürlich das Quiz schon mal gestartet und in der Werbepause schon mal die Fragen durchgelesen, damit es auch gleich nicht allzu peinlich wird, weil Buddy gesagt hat, er hätte ja schließlich 3 Jahre Rückstand. Ja, ich habe versucht, ein ganzes Konstrukt aus Korruption hier in diesen Laden reinzubringen. Es hat nicht funktioniert. Doch, hat es. Es hat funktioniert, ich freue mich sehr. Du siehst es ja. Also, wir machen eine kleine Fragerunde. Ein Konstrukt an Korruption. Das ist gut, oder? Nein, ich habe gar nicht aufgepasst. Warum kann ich nicht reden, wenn ich hier bin? Doch, ist doch super. Ja, ich freue mich auch sehr. Komm, los, schnell. Ich finde es eigentlich schade, dass wir das Duell Eddie gegen Gregor nicht mehr sehen. Wisst ihr, was ich schön finde? Dass wir versuchen, jetzt hier so kurz zu torten, um zu überdecken, dass wir im Hintergrund technische Probleme haben. Ja. Aber der aufmerksame Zuschauer natürlich sieht auf dem Bildschirm hinten, dass Pierre, unser Aufnahmeleiter, gerade panisch versucht, das richtige Quiz auszuwählen. Aber ich find's sehr sympathisch, weil letztendlich, ich glaube, das passt ganz gut zum 10-Jährigen, oder? So was hier. Drück. Jetzt sehen wir nichts. Drück, Bulli. Jetzt wird erstmal gebutzt. Jetzt können wir den Ganzen nochmal von vorne machen. Aber es sind ja auch, glaube ich, nur 10 Fragen oder 8 oder so. Ja, es sind nicht besonders viele. Zum Thema Giga. Ja. Alle nur zum Thema Giga-Programm jetzt. Und ey, stopp, gib mal meinen Controller. Ich bin jetzt woanders. Ich bin 3. Hier. Ich bin gleich. Oh, tausch mir. Also ich bin die Asiatin. Zumindest wärst du sie jetzt gern. Aber wo ist sie hin? Da ist sie, toll. Da, ich bin ja der Nerd. Ah, wir können jetzt hier auch links rum. Ah, wir können auch links, das ist ja toll. Also wieder von links nach rechts, Eddie. Colin, Nils Buddy. Auch für die Kurz. Du kannst jetzt auch, ne? Ah, da ist es. Ja. Siehst du? Mach bei Ton mal irgendwas. So viel Zeit haben wir auch nicht. Das ist einfach. Böbel, du bist der Allerbeste. Ist Rülpsen weg? Wo ist Rülpsen? Da kommt's gleich. Da! Und jetzt die Namenseingabe. Oh, ich nehme mich B. Ich glaube, ihr seid fertig mit dem Namen, oder? Ja. Ich weiß dann als Zuschauer manchmal auch nicht so, heißt er jetzt Nollen oder Colin? Okay. Wer könnte Nollen sein? Ich weiß es nicht. Ist es Nils oder Colin? Deswegen. Ja. Oder Nolltchen dann noch. Nolltchen. Noldi. Und dann, oh Gott, das ist wieder ist ja total. So, liebe Leute, jetzt heißt es Konzentration, bitte. Nehmt das ein wenig ernst. Das ist der Titel des Giga-Kennens. Der schnellste Finger. Also die Antwort für die erste Frage, die hatten wir ja, ne? Ja. Ich weiß mal die Frage. Projekt 26 war das. Die Frage heißt. Sie heißt Colin mit Nachnamen. Nein. Am 30.11.2001 feierte Giga was? Ich glaube, da war Simon noch da. Boah, die Asiatin ist aber schnell. Die Asiatin ist sau schnell. Ist. Und ich gewinne, weil ich super schnell war. Aber ihr habt alle wieder abgeguckt bei mir. Ja, wahrscheinlich. Ja, stimmt. Ja. Und zwar, wie schnell ihr das. Also, das ist echt beeindruckend. Ist auch kein Problem. Also, wir mit Jack Bauer. Wie mit euren bionischen Einzelteilen, ey. Das ist.
Ich habe erst mal gerechnet, das ist nicht eine Fangfrage, das ist ein Projekt 26. Das gab's welches auch. Giga-Gesicht wurde 1988 in, wurde, neun, würde in 1988 in Straubing geboren? 88? Ich habe, nee, finde ich auch. Ui. Yeah! Was habt ihr genommen? Ich habe ich noch die Biografie von Maxi Stettmauer gelesen. Sonst hätte ich das gar nicht gewusst. Wie alles begann in den ersten 10 Jahren. Ja. Ich habe Felix gedrückt, weil er ja auch so in so ein bayerisches... Ne? Ja, 88 vor allem auch Felix. In der Poker Night geht es um Blackjack, Poker, Mama oder Skat. Gut, die Frage ist jetzt irgendwie... Also ich habe sie schnell gelesen und schnell gerafft. Ja. Ich habe aber sehr, sehr, sehr viel nachgedacht. Ja, war, ne? Das, ich kann mir vorstellen, wie er geschmunzelt hat beim Formulieren der Frage. Giga 07 floppte Zeug. Ich bin heute echt unglaublich langsam. Langsam. Rock, das ist natürlich richtig. Glück gehabt. Hier geht es bisher nur um Geschwindigkeit. Ihr konzentriert euch auch die ganze Zeit. Nein, wir konzentrieren uns überhaupt nicht. Du nicht, aber ich konnte. Jetzt versuche ich gerade. Wie viele Bücher gibt es? Giga-Bücher gab es. Das ist, Eddie, was ist da los? Drei. Wieso gab es denn Giga-Bücher? Zwei davon hat Eddchen selber geschrieben. Das eine. Was ist mit dem geschrieben? Das gibt vier. Das wurde nie veröffentlicht. Nee, zu Recht. Wo wurde Etienne 1978 geboren? In Köln, Frankfurt am Main, Bad Salzuflen oder Paris? Paris. Ich glaube auch. Ich wüsste nichts, wenn ich jetzt falsch geantwortet hätte. Nein, das wäre überhaupt nicht, das wäre richtig. Boah, jetzt habe ich eigentlich mal 300 Punkte bekommen, aber es reicht nicht, um mich vom vierten Platz nach oben zu katapultieren. Eddie und Buddy, spannendes Rennen. Am 1. November 2004 startet welche Sendung? E-Sports Help Hard. Du bist so langsam, Eddie, echt. Das darf ja nicht wahr sein. Das ist ja, weißt du, wo ist der E-Sport-Gedanke hin? Bist du langsam geworden? Ey, wie kann das sein, dass ich der langsamste Mensch aller Zeiten bin? Das ist ja auch schon ich weiß aber auch nichts. Das kann ich dir erklären. In welchem Lokalstudio startete Dennis seine Karriere? Bremen, Hannover, Mainz oder Hamburg? Ja, schön. Scheiße, ist falsch. Doch, kacke. Scheiße. So schlecht kennst du den Dennis? Ich hab mega falsch gedrückt. Ich bin einfach farbenblind. Ach so. Nein, echt. Das war Svenja. Ich hab Svenja das auch als ausgedehnt gegeben. Sie hat aber gesagt, nein. Das ist so, der Abend ist schon zu lang. Wir sind in der Ermüdungserscheinung. Ich drück hier einfach so. Herzlichen Glückwunsch, Ed von Schleck. Wie, das hört doch nicht mehr zu. Nee. Doch, hab ich. Ne? Yeah! Verdienter Sieg für Eddie, hat unsere Farben hochgehalten. Giga! Toll. War es schwierig? Ja, schön. Unfassbar. War schon schwierig. War sehr knifflig. Ja. Oh, du, hab ich Frage gefallen mit deinem Geburtstag. Die war besonders schwierig. Ich bin mir nicht sicher, ob der Michael Schlieper, der Schoß das gemacht hat, dabei, ne? ob der wusste, dass ob der, sitzt, der, ne? Wusste, dass ich da mitmache. Ja. Hat wahrscheinlich gedacht, die Frage, ja, aber er hat Maxi auch genommen. Also irgendwer hätte ja drin sein müssen. Ich finde es, wie heißt das nochmal? Konkurrenz. Konkurrent. Tja, liebe Leute, ich muss euch, Eddie Nils, ich muss euch mal eben wegschicken. Ihr müsst nämlich nach vorne kurz abmoderieren. Also tschüss. Preis, ne? Das war's, Bass-Quiz. Noch viel Spaß mit Eddie und Nils. Party! Was ist denn hier gerade los, ey? Siehst du? Das ist ja unfassbar. Heute feiern wir noch Giga Geburtstag morgen, also in 4 Minuten feiern wir Giga Geburtstag nachträglich nach. So, ihr seht, wird er eigentlich direkt im Anschluss wiederholt? Ja, komplett wird wiederholt. Super. Und jetzt wird auch richtig losgesoffen mit Brause. Weil jetzt kommt nämlich die Riesentorte, die Patrick ihr seid, Papst! Wo ist Patrick Papst? 6 Stunden. Patrick Papst? Die Torte seht. Crazy. Seit 6 Stunden steht diese Torte hier bei uns im Studio und jeder hat schon mal drauf gedatscht. Yeah! Wahnsinn! 10 Jahre Giga manifestiert in einer Giga Friends. Jetzt gibt's ein Feuerwerk. Eine unglaubliche Torte. Ich habe ja schon mal meinen Finger eben reingesteckt. 437 Konditoreimeister haben 10 Jahre lang an dieser Torte gebaut. Sie besteht aus Seide. Goldener Seide. Aber man sollte Nils vielleicht an der Stelle wirklich mal sagen, 10 Jahre Giga, das bedeutet natürlich einen großen Dank an alle, die in 10 Jahren mitgearbeitet haben und absolut, die auch nicht mehr jetzt dabei sind. Und ohne jetzt sentimental werden zu wollen, aber der größte Dank gilt natürlich euch. Euch da draußen. Zuschauern, denn ohne euch hätte Giga ja nicht mal 10 Minuten überlebt. So sieht's aus und in diesem Sinne natürlich ein großes Dank für die Treue, für alle, die egal ob seit einem Jahr, ob seit 10 Jahren, ob seit
zwei Stunden uns die Stange halten. Wir machen das Ganze schließlich für euch, damit es euch gefällt. Und danke an alle, die jemals mitgeholfen haben, sei es nur ein Comment geschrieben haben, ein Kabel gehalten, irgendwas in eine Steckdose gesteckt haben. Allen einen Dank, ja. Da kommen jetzt die Credits, die gehen so lang wie Titanic. Lies die einmal durch, seid so nett. Das sind die Leute, die dahinter stecken. Und ihr denkt jetzt, so, jetzt feiern sie eine Party und Montag ist wieder Alltag. Nein, ab Montag feiern wir jeden Tag eine Party von 20 bis 24 Uhr. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen. Nächsten Jahre. Tschüss noch. Happy Birthday. Macht's gut.